das Dorf, in dem ich einst zu Hause war, wieder zurückzuerobern, muss ich eine Burg bauen. Von dort kann ich anfangen, die Räuber zu vertreiben und das Land Stück für Stück zurückzuerobern. Noch vor ein paar Tagen lebte ich friedlich im Bergdorf. Doch durch die brutale Eroberung der Räuber bin ich nun ein heimatloser Flüchtling. Alles, was ich mitnehmen konnte, war meine Axt, der alte Bogen meines Opas und mein treues Reittier Erna. So irre ich umher und überlege den nächsten Schritt. Denn ich habe mir geschworen, eines Tages erobere ich das Dorf zurück. Was mache ich nur? Ich sollte mir schleunigst einen Plan überlegen. So kann es nicht weitergehen. Überall ein Monster. Oh, da vorne ist sogar ein Stray. Oh. Ich suche mir irgendwo eine Ecke, wo ich halbwegs sicher bin. Am besten fernab von irgendwelchen Straßen, dass ja keine Räuber daherkommen. Und ich glaube, ich habe auch schon einen Plan. Ich hatte ja einen Fluchttunnel für die Dorfbewohner gebaut. Vielleicht hat es der ein oder andere rausgeschafft. Wir suchen den Fluchttunnel und schauen, welche Dorfbewohner wir finden. Irgendwer wird ja wohl da sein. Ach, bei Tagesanbruch sieht die Situation gar nicht mehr so aussichtslos aus. Und da scheint auch schon jemand zu sein. Oh, ihr müsst Crocodile Dundee sein. Ich habe euch erwartet. Ich bin Gesandter des Königs und komme mit einer königlichen Aufgabe. Der König kann sich seine königliche Aufgabe erstmal an den Hut schmieren. Entschuldigung die Wortwahl, aber ich suche meine Dorfbewohner. Das verstehe ich. Die meisten Bewohner habe ich bereits zum König eskortieren lassen. Allerdings wusste niemand, wo der Werkzeugschmied ist. Angeblich hat er es aber durch den Tunnel hinaus geschafft. Jemand meinte sogar, er sei in den nördlichen Wald flüchten. Findet ihn und bringt ihn zur Insel ganz im Südwesten. Dort erzähle ich euch dann mehr. Ach Gott. Wir haben zwei neue Aufgaben bekommen. Einmal den Werkzeugschmied finden und einmal zur Insel im Südwesten kommen. Das heißt, wir werden jetzt erstmal schauen, dass wir den Werkzeugschmied finden. Und es hieß irgendwo im Norden im Wald. Das wäre ja Norden. Da hinten sehe ich überall Wald. Da fängt auch schon Wald an. Wenn sie ihn haben flüchten sehen, ist er wahrscheinlich da oben reingerannt. Erna, wir mischen los. So, ich würde gerne die Erna irgendwo, gerade wenn ich eine Waldsache-Suchaktion starte, will ich die Erna hier irgendwo anleihen. Schnappen wir uns mal ein bisschen Holz, Gott sei Dank haben wir die Axt mitnehmen können. Die ist schon mal angeleint. Und dann machen wir uns eine Spitzhacke. Sollte erstmal einen Pfeil, hab ich noch. Ey, essen was und dann machen wir uns auf die Suche im Wald. Der Wald ist riesig, wenn der Wald da hinten noch gemeint ist, finden wir es nie. Wir gehen einfach mal hier in den Wald rein. Ey, Werkzeugschmied, Schmiedi. Das ist ja aussichtslos. Sag mal, Kollege. Hast du zufällig den Werkzeugschmied... Nein? In die Richtung? Okay, er hat eindeutig in die Richtung gezeigt mit dem Kopf. Ich bin mir sicher, das Schwein hat uns einen Hinweis gegeben. Oh, schau an. Da ist tatsächlich irgendwas. Ey, das Schwein war ja genial. Großer Sprung! Oh nein, nicht, dass der Werkzeugschmied da unten irgendwo drin steckt. Wir sind schon wieder aufs Korn genommen worden. Ohne Rüstung ist es halt einfach bitter. Wir haben kein Schild, wir haben keine Rüstung, wir haben nichts. Werkzeugtasche. Okay, das ist ja eindeutig... Und da liegt Werkzeug. Und da ist ein Skelett. Ey, wir halten echt nicht viel aus. Wir müssen ziemlich schnell sein. Lass uns mal schnell Steinwerkzeug machen. Einmal die Spitzhacke und einmal eine Schaufel. Dann sind wir auch schon wieder gut gerüstet. Wenn wir hier die Schaufel haben, oben war die Werkzeugtasche. Das sollten wir ihm dann aber auch mitnehmen. Zup. Dann kann der nur hier weiter rein sein, weil raus kommt der hier sicher nicht mehr. Langsam, dass wir auch nicht irgendwelchen Monstern über den Weg laufen. Emeralds. Da ist der Kollege! Kroko, welch eine freudige Überraschung. Auf meiner Flucht bin ich in diese Höhle gefallen. Leider kann ich mich weder hinausgraben noch hinausbauen. Kein Problem, ich helfe dir. Deswegen bin ich ja da. Wenn du mir einen Weg nach draußen baust, wäre es super. Dann komme ich gleich nach. Ich muss mich nur noch ein wenig ausruhen. Du weißt schon, dass das nicht so leicht ist. Wir müssen zur Insel im Südwesten. Das kriege ich schon auf die Reihe. Geh ruhig vor. Okay. Und schau mal, ich habe noch deine Schaufel. Und deine Werkzeugtasche. Das hilft dir vielleicht. Dankeschön. Wir müssen ihm einen Weg raufbauen und die Mission, den Werkzeugschmied zu finden, haben wir damit erledigt. Das war gar nicht so kompliziert. Dank dem Schwein, würde ich sagen. Wir müssen ihm nur einen Weg hier rausbuddeln, war sein Wunsch. Das ist aber auch nicht kompliziert für uns. Das wäre hiermit getan und ich vermute, das war der leichte Part. Wir müssen jetzt in den Südwesten kommen. Dann schaue ich, dass ich zu Eseln Erna zurückkomme und wir Richtung Südwesten aufbrechen. Die Sonne ist untergegangen, es ist bittere Nacht und ich stecke mitten im Wald fest. So einfach war es nicht. Himmelsrichtung ist da Westen, hier Süden. Wir sind noch auf Kurs. Da oben könnten wir Glück haben und wir kommen auf eine Ebene. Mal schauen, ob das stimmt. Hier ist das alte Portal. Okay. Und lauter Monster. Uiuiuiuiuiui. Und wir müssen nur noch eine Insel finden und versuchen, diesen Skeletten auszuweichen. Slalom, Erna, Slalom. Und Phantome kommen auch. Erna, schnell. Erna, gib alles. Und da hat es wahrscheinlich einen flüchtigen Dorfbewohner erwischt. Grausam.
Schau mal, da vorne. Das müsste doch die Insel sein. Ich hoffe es zumindest. Oh, Erna, wir müssen da durch den Fluss. Ich weiß, du schwimmst gar nicht gerne, aber es bleibt uns keine andere Wahl. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben die Insel im Südwesten gefunden. Jetzt schauen wir nur, wo dieser gute Botschafter steckt. Und kämpfen uns hier durch Massen an Zombies. So, mit der... Oh, da ist ein Lagerfeuer. Fantastisch. Das wird ja dann höchstwahrscheinlich der Bote sein. Ja, der Gesandte, nicht der Bote. Da ist sogar ein Bett bei dem und ich glaube, wir nutzen das jetzt, dass wir Tag machen und das Wetter weg. Schön, dass ihr da seid. Habt ihr den Schmied gefunden? Ja, habe ich gefunden. Der kommt nachher, hat er gesagt. Das ist wunderbar. Okay, du wolltest mir die Aufgabe erzählen. Und was haben wir denn hier? Das sieht ja cool aus. Eure Aufgabe wird es sein, eine Burg zu errichten, die als Ausgangspunkt für die Befreiung des Landes genutzt werden kann. Sucht euch dafür einen geeigneten Bauplatz aus und platziert das königliche Banner. Welches königliche Banner bitte? Ihr findet es in der Kiste hier. Okay, alles klar. Wo finde ich denn die Bauplätze? Ich habe die besten Bauplätze auf der Karte hinter mir für euch markiert. Ach ja, und befreit unterwegs den Steinbruch. Ihr werdet die Hilfe der Steinmetze dringend nötig haben. Bauplatz 1. Ich vermute, das Banner besagt, hier befinden wir uns aktuell. Das sieht nämlich ganz nach der Insel aus, wo wir gerade drauf sind. Dann ist hier der Steinbruch, den ich befreien darf. Ah ja, da ist die Farm vom Opa und die Kapelle. Und mein Heimatdorf. Hier drüben, Ebenenlager und Bauplatz 2. Also wir haben entweder Bauplatz 1 oder Bauplatz 2 zur Auswahl. Okay, habe ich verstanden. Aber schön und gut, ich habe fein nicht wirklich Sachen, um Kampf gegen die Räuber anzutreten. Wie soll ich denn den Steinbruch befreien? Keine Sorge, da haben wir euch der König auch ein paar Dinge mitbringen lassen. Und nun geht! Wir sollen an dem Bauplatz, ein königliches Banner platzieren, wenn wir uns entscheiden, wo wir bauen. Wir haben nochmal was zu essen, wir haben den letzten Bogen und wir haben Pfeile. Den Bogen brauchen wir tatsächlich gar nicht, den können wir hier lassen. Wir haben einen, wir haben Opas alten Bogen. Rüstung ist natürlich auch, wenn nur Leder, einfach absolut willkommen. Und, was sagt ihr? Wie schaue ich aus in meiner Lederkluft? Zack, Helm auf. Bestens gerüstet. Ich würde, glaube ich, Erna hier lassen für die Reise, weil es hört sich an wie eine Reise, wo ich viel kämpfen darf, wenn ich den Steinbruch hier befreien soll. Und da geht mir Erna eher im Weg um. Klar ist Erna für diese lange Reitstrecke hier angenehm, aber Erna, es tut mir leid, aber ich breche ohne dich auf. Bevor ich allerdings aufbreche, möchte ich mir den Bauplatz hier mal anschauen. Was mir hier sehr, sehr gut gefällt, was man auf der Karte auch gesehen hat, dass wir komplett von Wasser umschlossen sind. Das heißt, wir sparen uns die Arbeit eines Burggrabens. Also wenn wir hier eine Burg errichten, haben wir schon einen ziemlich coolen Spot mit gutem Blick. Wir müssten sehr, sehr viel Holz fällen, was aber auch positiv ist, weil dann haben wir Bauholz. Aber hier sehe ich was ich nicht so optimal finde. Die Berge nebenan sind ein bisschen höher als da, wo wir stehen. Das heißt, die Burg liegt prinzipiell auf einem niedrigeren Punkt als die Umgebung in dem Bereich. Okay, schauen wir uns den anderen Spot an und schauen wir, dass wir den Steinbruch unterwegs finden. Irgendwie habe ich immer noch ein bisschen Schiss, dass hier überall Räuber lungern. Auf der Karte hat man gesehen, dass alle bekannten Orte von Räubern besetzt wurden. Und das könnte... Das ist sogar ein Esel. Das könnte der Steinbruch sein. Und da ist auch schon der erste Räuber. Und wir haben halt nicht mal ein Schild. Sollen wir die von der Ferne... Wir lassen erstmal schauen, wer da so alles rumlungert. Ob ich die einzeln ausschalten kann, da ist echt viel los. Ich muss nur aufpassen, weil hier, wenn ich nicht mehr rausflüchten kann, habe ich ein Problem. Okay, die Pfeile vom König waren echt super. Und es werden immer mehr. Ich stehe echt schlecht hier. Das sind die gefährlichen eigentlich. Kann ich die von hier oben ausschalten? Oh, da unten ist der Steinmetz. Wahrscheinlich wurde der versklavt von den Halunken. Er treibt mich in die Enge. Oh Gott. Knappe Geschichte, aber ein Emerald bekommen. Das finde ich sehr, sehr gut. Immer gut, da reinzurennen, ohne eine Ahnung zu haben, wer noch da ist. Oh, es sind zu viele. Es sind zu viele. Deckung. Geschafft. Der Steinbruch ist zurückerobert. Das war gar nicht so kompliziert tatsächlich. Dann wollen wir doch mal mit dem Steinmetz reden. Grüß dich. Du wurdest ganz schön unterdrückt hier. Vielen Dank, dass du uns befreit hast. Ja, klar. Gerne. Dafür wurde ich ja geschickt. Nimm dir als Dank gerne eine Kiste mit Steinen mit. Du kannst dir auch einen Esel für den Transport leihen. Bring ihn nur unbedingt wieder. Das ist aber lieb. Dankeschön. Hey, eine Kiste mit Steinen? Wo sind Kisten mit Steine? Ah, wahrscheinlich oben. Hallo. Ich habe auch einen Esel. Die Erna. Die werde ich euch mal vorstellen. Ihr zwei Süßen. Und da eine Kiste mit Steinen. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Die werden ja immer voller. Eine Kiste darf ich mitnehmen. Darf ich mir eine aussuchen? Dann nehme ich die mit. Nicht, dass ich Platz hätte, aber sie haben gesagt, ich darf mir einen Esel aussuchen. Merke ich mir? Jungs, vielen Dank. Oh, die haben sogar was zum Handeln?
Andesit kann ich bei ihm kaufen für einen Emerald. Jetzt stell mir die Frage, kann ich bei dem da unten? Wahrscheinlich kann ich bei dem da unten auch was kaufen. Ich gehe nochmal schnell runter. Ja, hier gibt's normale Steine für einen Emerald. Dann weiß ich ja, wo ich in Zukunft meine Sachen herhole. Die einzige Problematik, die ich habe, ich weiß noch nicht, wie ich an Emeralds komme. Auf der Farm meines Opas konnte ich Weizen verkaufen, um an Emeralds zu kommen. Im Dorf habe ich Steuern bekommen. Wie genau komme ich hier an Emeralds, außer die ganze Zeit Räuber zu besiegen und einzelne Emeralds einzusammeln? Wir werden uns das einfallen lassen. Jetzt aber weiter zu Bauplatz Nummer 2. Weiter Richtung Osten. Die Wanderung zehrt ganz schön an den Nahrungsvorräten. Jetzt habe ich bald die ganzen Kartoffeln vertilgt. Ja, ich erinnere mich, es war Schnee auf dem Berg. Ich glaube, das muss der Hügel sein. Und da vorne verläuft eine Straße. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das die Straße, die die Farm mit dem Ostdorf verbindet. Ich kann auf Pulverschnee laufen, weil ich habe ja Lederschuhe an. Das ist auch sehr hilfreich. Das habt ihr die Ziege springen sehen? Alter Verwalter. Also hier müssen wir auf alle Fälle bauen mit Lederschuhen. Und ich sehe schon, das ist für mich auch so ein bisschen Nachteil hier, dieses Schneegebiet. Vorteil ist, wir haben echt viel Platz. Wir haben eine sehr gute Lage auf einem Hügel. Nebenan ist nichts anderes, was höher ist. Das macht einen guten Eindruck auf mich. Was mir sehr, sehr gut gefällt, ist diese zentrale Lage. Wenn dort vorne wirklich der Weg verläuft, der in Richtung Ostdorf führt, und da bin ich mir ziemlich sicher, dann liegen wir hier sehr nah am Geschehen. Hätte aber auch den Nachteil, dass wir häufiger Räuberangriffe kriegen könnten, weil wir doch näher dran sind. Mit dem anderen Gebiet lagen wir sehr abseits. Und aus diesem Grund stellen wir hier das königliche Banner auf und claimen den Baugrund. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt auf zum königlichen Gesandten, der noch immer bei Bauplatz 1 steht, teilen ihm unsere Entscheidung mit und schauen dann, was unsere neuen Aufgaben für heute sind. Ja, der erste Händler hat sich auch schon angefunden, der weiß genau, dass hier gleich der Rubel rollt. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir den, schaffen wir den Sprung? Yeah! Boah, ganz knappe Geschichte. Gesandter, ich habe mich entschieden. Oh, der Holzfäller ist auch da. Herr Holzfäller, der Werkzeugschmied. Ich habe mich entschieden. Alles klar. Ich packe meine Sachen und mache mich auf den Weg. Im Übrigen bekommst du Emeralds für das Befreien bekannter Orte oder das Besiegen von Räuberlagern. Deine Belohnung für den Steinbruch habe ich dir in die Kiste gelegt. Versuche dich doch am Räuberlager unten am Fluss. Du findest es auf der Karte hier. Alles klar. Ein Räuberlager unterm Fluss checke ich gleich mal aus. Und dann sehen wir uns gleich drüben. Ja, wir sehen uns am Bauplatz. Also erstmal Karte auschecken. Klar. Bauplatzburg ist vermerkt, Steinbruch hatten wir bereits eingenommen. Und dann haben wir hier, wie es ausschaut, da befinden wir uns ja eigentlich aktuell immer noch. Das muss das Räuberlager unten am Fluss sein. Dafür verdienen wir 22 Emeralds. Hier drüben sind weitere Dinge mit Emeralds markiert. Das heißt, das sind wahrscheinlich die Orte, die ich noch angreifen kann und befreien kann von den Räubern. Also wir verdienen uns die ersten 22 hier unten. Er hat aber gemeint, Belohnung in der Kiste. Belohnung Steinbruch. 32 Smaragde haben wir für den Steinbruch bekommen. Überlegt mal, was wir am Ende bekommen, wenn wir das Bergdorf befreien. Wir werden reich und wir müssen alles ausgeben, um die Burg des Königs zu finanzieren. Naja gut. Und dann checken wir doch gleich mal aus, wo dieses Räuberlager liegt. Okay, das war ja wirklich nicht schwer zu finden. Zwei sind hier gerade noch am Ankommen mit den Booten. Zwei wollen sich da gerade irgendwie duellieren. Haben sie extra versteckt, damit der Hauptmann sie nicht sieht. Er tut was auch immer. Okay, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann... Wir haben noch kein Schild. Boah, wir könnten von hier, aber ich will auch nicht so viele Pfeile immer vergeuden. Gehen wir rein, schnappen sie uns. Auf geht's zum Angriff. Kann der durch Wasser durchschießen? Ah, der Kollege fällt ihm in den Rücken. Das ist die wollten sich duellieren. Deswegen fällt er seinem Kumpel auch direkt in den Rücken. Taktisch gut platzieren. Oh Gott, ey, die hauen ganz schön rein. Unter Wasser essen. Den hätten wir. Nehmen so langsam das Lager auseinander. Oh, das sind zwei. Und ja. Der gönnt sogar noch einen Emerald. Er schießt daneben, ich hau daneben. Wir verstehen uns. Das wäre jetzt der letzte, glaube ich, gewesen. Dann dürfen wir natürlich auch noch das Räuberlager hier looten, würde ich sagen. Alter Verwalter, da brauche ich ja gar keine Belohnung mehr vom Chefe, wenn ich so hier Beute finde. Und da haben wir nochmal 32 drinnen. Hier haben wir 22 bekommen plus das eine. Ei, das rentiert sich schon. Wir schauen, dass wir unsere Belohnung bekommen, trotz alledem, auch wenn wir jetzt schon viele Emeralds bekommen haben. Und dann müssen wir wohl mit der Burg anfangen? Anna! Oh, da ist sie noch. Hi, grüß dich, Anna. Der Werkzeugschmied und der Gesandte haben relativ fix alles eingepackt. Na gut, so viel Essen brauche ich jetzt auch gar nicht. Zack, einmal die Leine.
Dann setzen wir halt, wir nehmen unseren Pflock auch noch mit, setzen wir uns auf Erna und reiten los. Unser erster Zwischenstopp ist auch schon der Steinbruch. Denn hier haben wir ja immer noch unsere Kiste mit Stein ausstehen. Und wir hatten da schon geschaut, da war nicht so viel drin. Wir nehmen knallhart die, wo am meisten drinnen ist. Das wäre die hier. Wenn ich die jetzt einfach abbaue. Mir wurde zwar angeboten, ich darf einen Esel verwenden. Aber wenn ich ja meine eigene gute Erna dabei habe, kann ich doch die Erna einfach hier mit einer Kiste ausstatten. Erna. Dankeschön. Und die Steine bei der Erna reinpacken. Und dann möchte ich aber noch eine andere Sache machen, denn man kann hier auch Andesit kaufen. Ist zwar recht teuer, aber ich möchte mit Andesit bauen. Boah, da kriegen wir echt nicht viel raus. Ich weiß schon genau, wofür ich mein ganzes Geld immer ausgeben werde. Und da sind wir auch schon an unserem Bauplatz. Da oben steht die Fahne. Hier müssen wir mit Erna aufpassen, da ist überall Pulverschnee. Und da unten ist der Werkzeugschmied und der Gesandte. Einmal absteigen von Erna, einmal Erna hier anleinen, weil hier ist es ganz schön gefährlich, wenn ich da so runterschaue. Da sollte mir die gute Erna besser nicht abstürzen. Hast du dich jetzt gut eingelebt hier? Schön, dich zu sehen, Kroko. Wenn du mir eine Werkzeugschmiede baust, kann ich dich mit Ausrüstung versorgen. Ha! Ey, jetzt wo er an seinem Ort ist? Alles klar, eine Werkzeugschmiede für dich und... Dann, ja, im Moment bietet er noch nichts zum Verkauf an. Dann werden wir wahrscheinlich bei ihm auch noch Werkzeug bekommen. Dann können wir endlich bessere Ausrüstungsgegenstände auftreiben. Gut, dem Gesandten sagen wir jetzt auch mal, hey, wir haben das Räuberlager besiegt. Du hast das Räuberlager zerstört. Sehr gut. Bau einen Briefkasten und du wirst deine Belohnung erhalten. Aber halte dich nicht so lange damit auf. Du musst dich sofort an den Bergfried machen, sonst sind wir hier nicht sicher. Ey, einen Briefkasten also, wie in alten Zeiten, alles klar. Blick auf die Karte sagt mir, dieses Räuberlager haben wir ausgenommen. Ziemlich cool. Wir hätten noch zwei weitere, wie es ausschaut. Eins im Süden hier unten, Südwesten. Und eins im Nordosten. Ich denke... Die werden wir uns heute noch im Laufe des Tages vorknöpfen. Wir müssen zuallererst mal einen Baum finden, damit wir an mehr Holz kommen. Da wäre was. Oh, da unten sehe ich Feuer und ich sehe auch Räuber. Sogar Zelte haben die da aufgeschlagen. Ich hoffe noch auf einen weiteren Setzling. Zwei Stück habe ich und Holz ist im Moment hier definitiv Mangelware. Ich meine, klar, ich könnte jetzt darüber in den nächsten Wald spazieren oder so, aber wir machen es auf die Art und Weise hier. Jetzt haben wir schon 5 Setzlinge. Ich glaube, das haben wir bald im Griff. Bevor wir uns hinlegen, möchte ich noch unbedingt den Briefkasten haben. Und das war bisher immer ein Fass. Aus dem Grund baue ich ein Fass. Einen Hebel brauche ich noch. Und schon haben wir alle Materialien für einen Briefkasten. Oh, und wir brauchen hier ganz dringend ganz bald Fackeln. Uiuiuiui. Das endet sonst nicht gut. Zack, Briefkasten, Burgherr Kroko. So finde ich das irgendwie cool. Wir sind jetzt Burgherr, also noch sind wir Hügelherr. Wir werden Burgherr. Dann huschen wir ins Bettchen und schauen, was der nächste Tag bringt. Der nächste Tag bringt auf alle Fälle Arbeit mit sich, denn ich möchte hier die Planung beginnen. Aber der nächste Tag bringt auch Post mit sich und ich vermute mal... Unsere Belohnung wie vom Boten ange... Ich sag immer, Bot ist der Gesandte. Ja! 22 Emeralds. Jetzt haben wir schon den ganzen Sack wieder mit 38 Emeralds voll. Das sehe ich gerne. Jetzt schnappen wir uns Steine. Erna, ich brauche nur Steine. Und wahrscheinlich müssen wir eine Menge Schaufelarbeit machen. Aber lasst mich jetzt mal überlegen, wie wir hier am besten eine Burg draufzimmern. Ich mache hier gerade ein bisschen Holzkohle, damit ich Fackeln aufstellen kann, weil es ist so dunkel, dass hier überall Monster spawnen. Und da ist mir eine Hexe in die Falle getappt. Ich versuche die mal auszuschalten. Hat geklappt. Die hatte wohl keine Lederschuhe an. Selber schuld. Das hier soll der Hauptturm werden. Ich möchte die Burg nicht zu riesig bauen, dass sie in den Stil hier reinpasst. Die Frage ist allerdings, ist der zu klein oder müsste der noch eine Nummer größer? Aber 9x9 wäre halt schon eine ganze Ecke größer. Ich probiere es mit 7x7. Damit ich ein bisschen Bruchstein rankriege, begebe ich mich jetzt in die Höhle da unten drunter. Vielleicht finde ich auch das ein oder andere Eisen für ein Schild oder eine Steinsäge. Das wäre wirklich, wirklich essentiell. Auch wenn ich jetzt nicht wirklich der geborene Minenarbeiter bin, mache ich mich trotzdem an die Aufgabe ran. Als nächstes möchte ich jetzt wirklich noch eine bauliche Sache machen und hier einfach mal ein bisschen was von dem Schneeboden zu Stein machen. Ich fühle mich hier einfach nicht sicher auf dem ganzen Schnee. Es wirkt für mich so, als würde ich jederzeit versinken können, auch wenn ich Lederschuhe anhabe und das wahrscheinlich sogar fester Schnee ist. Schritt Nummer 1 wird das sein und dann kümmern wir uns um den Turm.
Es ist schon wieder Nacht. Ich war fleißig am Holzfällen, am Bauen. Ich erkläre euch auch gleich, was ich hier vorhabe. Lege mich nur erst ins Bett, weil ich einfach keine Monster hier in der Nähe möchte. Jetzt sehe ich es erst. Wo ist Erna hin? Und wo ist meine Leine? Erna! Nein! Erna ist einfach weg. Darunter ist sie auch nicht. Irgendwie ist das tragisch. Wir werden uns demnächst wieder auf die Suche nach Erna machen, nachdem ich sie jetzt nicht ausfindig machen konnte. Ich möchte euch aber einmal kurz das Design für diese Burg hier erklären. Meine Idee wäre, die Ecken aus poliertem Andesit zu machen. Und zwar ziemlich einheitlich durchgängig. Die Wände machen wir hauptsächlich aus glatten Stein mit ein paar Stonebrick-Elementen. Und dann schauen wir am Ende, wie das Ganze aussieht. Dem Turm hier müssen wir natürlich noch gut an Höhe verleihen. Allerdings möchte ich da ein besonderes Element einbauen. Und zwar hier unten ist das Lager, in dem wir immer wieder rein und rausrennen und unsere Sachen machen. Über eine Holztreppe gelangen wir aber in ein oberes Geschoss. Zwar war es bei Burgen öfter so, dass die Brücken ins obere Geschoss extra aus Holz gemacht wurden, das nicht so stabil gebaut war, damit man es auch schnell im Angriffsfall abreißen konnte und der Angreifer eben nicht ganz schnell bis zum Tor hinterherlaufen konnte, sondern umständlich mit Belagerungstürmen, Leitern oder ähnlichen dann überhaupt erst in den Turm hineingelangen konnte. Das wäre auch hier der Plan, das so zu bauen. Mal schauen, wie uns das gelingt. Also das nächste wäre jetzt hier eine Holztreppe davor zu bauen und dann zimmern wir den Turm in die Höhe. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Holz, weil ich glaube, das reicht nicht aus. Die Bäume sind noch nicht gewachsen. Aus dem Grund schlage ich vor, machen wir noch eine kleine Wanderschaft und nehmen uns mal dieses Lager hier unten vor. Vielleicht gehen wir dann da drüben noch ein paar Bäume fällen. Das Eisen hier im Ofen ist fertig und das heißt für uns zwei Dinge. Schild und einen Eimer können wir auch erstellen. Der ist für den Pulverschnee vielleicht ganz gut. Hebe ich mir aber noch ein bisschen auf. Und dann schnappen wir uns das Lager hier. Geschafft. Im Lager ist tatsächlich keiner mehr. Muss ich echt die Umgebung nach denen absuchen. Boah, ey. Warum auch immer die ihr Lager so weit verlassen haben. Keine Ahnung, was die wieder für einen Auftrag bekommen haben. Was? Wir haben den Auftrag jetzt schon erledigt? Das war ein bisschen einfach. Ja gut, werde ich mich nicht beschweren. Und hier können wir tatsächlich noch ein bisschen Holz einsammeln. So, wie beim letzten Lager auch, haben wir die Feuer gelöscht. Aber hier gab es leider nichts zu holen. Dann checken wir den Briefkasten und haben unsere Belohnung bekommen für das Mini-Räuberlager. Das war wirklich ein Witz. Also das war keine Herausforderung. Schauen wir, ob das andere eine größere wird. Aber jetzt baue ich zuallererst weiter am Bergfried. Wer sich jetzt wundert, warum ich alles abgerissen habe und gerade dabei bin, den Turm an anderer Stelle wieder aufzubauen. Ich habe lange rumgetan, eine Burg zu finden, die ein bisschen dem Stil vom Dorf und der Farm entspricht. Und habe jetzt auf den letzten Drücker etwas gefunden, mit dem ich sehr zufrieden bin. Deswegen musste ich meine Idee nochmal etwas über den Haufen werfen und umbauen. Man erkennt noch nicht viel, aber das wird mal der stolze Bergfried dieser Burganlage. Mir sind die Steine ausgegangen, denn ich glaube, die gute Erna ist mit den Steinen abgehauen. Das ist wirklich ärgerlich. Wir müssen also unbedingt das nächste Räuberlager auseinandernehmen und dann Steine im Steinbruch kaufen gehen. Oder wir gehen selber ein paar Steine farmen, das können wir auch noch tun. Wenn wir jetzt hier raufmarschieren, ist das dann das erste Geschoss hier drinnen. Von hier aus wird es wahrscheinlich mit einer Leiter durch den weiteren Turm gehen. Dieser Bereich könnte angezündet werden, wenn Feinde kommen, damit die eben nicht so leicht hier raufkommen. Diese Leiter wird natürlich wahrscheinlich wegkommen, weil ich hier unten meinen eigenen Lagerbereich einfach habe, von dem aus ich schnell rein und raus komme. Und dann machen wir uns auf und zerlegen das letzte Räuberlager hier, um noch mehr und mehr Smaragde ranzukommen. 23 können wir dafür verdienen. Boah, ob uns das reicht? Ich bezweifle es. Aber hey, ansonsten begeben wir uns einfach selbst auf Buddeltour. Ich habe mir jetzt auch einen Steinschmerz gemacht, weil meine Axt so ganz langsam den Geist aufgibt und ich sie dann doch eher fürs Holz, für die Holzarbeiten haben möchte, wie fürs Monsterjagen. Irgendwo hier. Okay. Schild hoch, da kommen sie. Wieso da unten? So viele schon wieder. Ah, sehr gut, sehr gut. Die arbeiten schon wieder super miteinander. Oh Gott, es sind zu viele. Es sind zu viele. Okay, ich muss sie gegeneinander ausspielen, sonst habe ich keine Chance. Die nehmen mich ganz schön auseinander hier. Aber sie haben keine Chance mit meinem Schild. Zack, zack, zack. Okay, so muss das laufen. Ey, ich habe keinen Helm mehr. Meine Schuhe sind fast kaputt. Wer ist denn er? Jetzt hat er meine Schuhe kaputt geschossen. Ab sofort sinken wir wieder im Schnee ein. Was haben die an Schätzen? Okay, das hat sich rentiert. Und wir kriegen ja unsere Beute auch noch on top. Vielleicht reichen uns die Steine dann doch noch. Bin echt immer noch sehr traurig, dass Erna weg ist.
Wo könnte Erna so? Vielleicht ist sie zum Steinbruch gelaufen. Ich saus mal schnell rüber. Ich tu's echt ungern. Und auch essenstechnisch ist es nicht schlecht, so ein, zwei Kühe mal hier. Entschuldigung. Da ist schon wieder ein Räuber am Steinbruch. Ich komme. Das gibt's doch nicht. Aber gut, klar. Die wollen natürlich ausspionieren. Und schauen, ob sie wieder den Steinbruch zurückerobern können. Ich sehe das schon. So, Kollege. Ah, aber die gibt's nur an der Sied. Nein, ich bin wegen Stein gerade hier. Einen wunderschönen guten Tag, Meister Steinherr. Stein und so. Ah, immerhin vier. Das sind schon mal vier Stacks Steine. Fünf Stacks. Tun wir wirklich alles in Steine investieren? Ich weiß nicht, ob wir noch ein bisschen Andesit brauchen vielleicht. Das heißt, diese Steine werden uns aber leider auch noch nicht reichen, um die Burg fertig zu bauen. Das sehe ich schon. Und unsere Burg ist fertig, wollte ich sagen. Unser Bergfried ist fertig. Ich finde es total cool. Den Vorbau mag ich hier und ich mag auch die Zinnen. Spitz und hoch, hat ein bisschen was von dem Orthanc in Herr der Ringe. Und hier unten natürlich immer noch unser kleines, feines Lager mit aktuell noch einer Treppe durch den ganzen Turm. Es gibt hier verschiedene Ebenen im Turm, die wir Stück für Stück gestalten können. Das wird so eine Verteidigungsebene sein, wo man dann alle vier Richtungen feuern kann. Wohnebene, wie auch immer. Und hier oben die Verteidigungsplattform, wo in alle Richtungen geschossen werden kann. Der Werkzeugschmied und der Gesandte sind verschwunden. Aber ich habe sie bereits entdeckt. Denn der Werkzeugschmied steht hier schon bereit. Wir brauchen immer noch eine Werkzeugschmiede für ihn. Und der Gesandte hat sich oben in unseren Bergfried zurückgezogen. Und hier hat sich ein bisschen was verändert. Ah, Grogu, gut, dass ihr kommt. Der König möchte euch gerne Unterstützung auf die Burg schicken. Dafür solltet ihr heute unbedingt eine Unterkunft für 10 Personen bauen. Jede Person benötigt ein Bett und eine Kiste. Das ist ja alles schön und gut. Kisten ist überhaupt kein Problem, aber woher kriege ich Betten? Betten solltet ihr genug in den Räuberlagern der Umgebung finden können. Viel Erfolg. Na super. Räuberlagern der Umgebung nach Betten durchsuchen. Aber das sollte tatsächlich kein Problem sein. Ich sehe hier auch gerade schon zwei neue Dinge. Das Räuberlager hatten wir, glaube ich, schon leergeräumt, aber es scheint wieder aufgetaucht zu sein. Die Summe ist auch wieder anders. Das Ebenenlager hat einen Preis bekommen. 64 Emeralds, aber soweit ich weiß, war das recht stark bewacht. Hier ist ein neues für 23 Emeralds und hier oben ist eine Räuberhöhle aufgetaucht. Und hier drüben, oh, da haben wir unsere Quests, Hauptquests. Die erste Unterstützung, sammle 10 Betten, das sollten wir hinkriegen. Bau ein Wohngebäude, freue ich mich drauf. Ja, okay, und immer noch unsere Werkzeugschmiede. Alles klar. Dann ist meine erste Tätigkeit für heute, hier eine Tür reinbauen, obwohl ich da gerne auch eine andere hätte, bei nächster Gelegenheit. Und dann schauen wir uns unseren Turm an und überlegen als allererstes, wo wir hier das Wohngebäude ranzimmern. Und da würde ich sagen, es ist hier, ich würde es hier nach links rausgehen lassen. Später bauen wir eine Mauer außen rum und dann würde sich hier ein Gebäude gut anbieten. Das heißt, wir brauchen auf alle Fälle mehr Cobblestone für den Boden. Wir brauchen für die Wände auf alle Fälle Steinmauern. Steine haben wir noch ein paar. Und wir brauchen jede Menge Holz für mein Gebäude. Das wird nicht reichen. Das heißt, als Schritt Nummer 1 fälle ich mal kurz die Bäume hier. So, und mit der Tür wäre die Aufgabe erledigt. Wohngebäude steht. Sieht noch nach gar nicht so viel aus, aber ich glaube, es geht absolut in die richtige Richtung. Und ich weiß, dem einen oder anderen geht es wahrscheinlich zu langsam. Der würde am liebsten die ganze Burg schon stehen sehen, aber hey, wir müssen uns hier Stück für Stück vorwärts arbeiten. Mein nächster Schritt wäre jetzt mal, mein Inventar zu sortieren und dann begeben wir uns auf Wanderschaft, um diese Betten einzusammeln, weil auf dem Counter steht immer noch 0 und wir brauchen 10 Stück insgesamt. Nachdem wir beim Betten aufsammeln sicher auf Räuber stoßen, packe ich dieses Mal safe den Bogen ein. Und der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch, dass beim letzten Mal Erna ausgebüxt ist. Das heißt, wir halten auch weiterhin die Augen offen nach Erna. Wir werden das Ebenenlager uns anschauen und schauen, ob wir das schon einnehmen können. Klappern zuallererst den Ort hier ab, sammeln die Betten ein, marschieren dann dahin, holen am besten unterwegs ein paar Steine und haben beim letzten Mal, ich glaube, hier noch ein Räuberlager auseinandergenommen. Da könnten wir noch Betten finden. Und zu guter Letzt schauen wir in der Räuberhöhle vorbei, weil wer weiß, was wir da noch finden können. Wir haben Post, wirklich? Ich habe doch noch gar nichts auseinandergenommen. Von Klim? Nice! Wir machen erst unsere Runde und dann lesen wir die Post. Erst die Runde, dann die Post lesen.
Wir müssen unbedingt schauen, dass wir für den Werkzeugschmied demnächst die Schmiede noch bauen, damit wir an bessere Ausrüstung kommen, weil aktuell ist wirklich Stein das einzig Wahre und das ist nicht optimal. So, wir befinden uns jetzt hier auf dem Weg Richtung Ostdorf und irgendwo hier waren die Räuber in einer Felsspalte gesteckt. Da kommt schon der Erste. Ich weiß gar nicht, wie viele da diesmal sind. Das ist wieder einer mit einer verzauberten Armbrust, ey. Und zickzack laufen. Oh, mein Schild ist kaputt. Das ist ganz, 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 ganz bitter. Ich muss zurück ein neues Schild machen. Ich bin schon wieder da. Entschuldigung. Oh, ich wollte doch einen Eimer aus dem Eisen machen. Aber ein Schild ist einfach so viel wichtiger. Dann marschieren wir da runter und schauen, was zu looten ist. Und natürlich, es ist noch... Oh. Zack, einen haben wir. Und er hat sogar einen Emerald Rock gedroppt. Nein, daneben. Boah, die sind nämlich echt saugefährlich. Aber mit dem Bogen vom Opa alles kein Problem. Drei Betten, das ist hervorragend. Eins, zwei, drei. Und natürlich wieder eine dicke Kiste zum Looten, das ist gut. Nächstes Lager, das hätten wir geplündert. Um zum nächsten Lager zu kommen, werde ich mich jetzt hier unterhalb der Burg entlang bewegen. Hier sehe ich einen. Das, oh, da ist ein Magier drin. Ich habe, das kann ich nie mit Lederrüstung nicht auseinandernehmen. Oh, die haben da einen Elite-Krieger drin. Und ich glaube, ich wurde entdeckt. Und schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Gerade bei so einem Freiheitskampf muss man wissen, was die eigene Kragenweite ist und was man nicht mehr schafft. Oh, wo kommst denn du her? Ständig fällt mir irgendwer in den Rücken. Das ist echt anstrengend. Okay, ich habe einen Fehler gemacht. Sie sind hinter mir her. Du bleibst weg von mir. Oh Gott, ich habe nur noch ein Herz. Oh, da sind sicher noch... Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Oh, ein halbes Herz. Jetzt nur noch ein halbes Herz. Wenn jetzt noch irgendwas kommt, bin ich Geschichte. Okay. Und jetzt legen wir uns da in so ein Zelt rein und schlafen. Okay, wieder einer weniger. Oben war so ein Axtschwinger. Wieso habe ich den nicht? Ich habe. Wieso ist der Pfeil durch den durchgeflogen? Ich habe vorbeigeschossen. Durchgeflogen ist es sicher nicht. Skelett gegen ihn. Er hat gewonnen. Und ich habe ihn. Wunderbar. Das Skelett hat mir jetzt mal tatsächlich geholfen. Das war der letzte. Wieder ein Räuberlager uns geholt. Und wir machen wie immer die Feuer aus hier. Und nehmen weitere Betten mit. 4, 5. 6. Perfekt. 6 Betten schon. Fehlen nur noch 4. Gut, die Kiste war jetzt nicht so das Highlight, aber es ist... Wir nehmen, was wir kriegen können. Und Armbrüste. Mal schauen, wofür wir die noch verwenden können. Aber Kisten könnte ich eigentlich auch mitnehmen. Die brauchen wir später auch. Und von hier wagen wir wieder den Sprung. Und schwimmen den Fluss entlang hier rüber. Dort liegen schon die Schiffchen. Wir machen vorsichtig, weil ich nicht weiß, ob das Lager noch besetzt ist oder wieder besetzt ist. Die Speer haben es zwar nicht markiert, aber man weiß es nie. Die Feuer sind aus. Es scheint niemand da zu sein. Dann haben wir hier Nummer 7, Nummer 8 und Nummer 9. Noch ein Bett und wir haben es geschafft. Meines Wissens war die Räuberhöhle irgendwo auf der großen Ebene. Bisschen vorsichtig sollten wir wahrscheinlich sein, weil ich keine Ahnung habe, wo diese Räuberhöhle ist und ob nicht hier auch wieder eine Räuberpatrouille unterwegs ist. Es fing alles so friedlich an. Und dann kamen die Räuber. Aber keine Sorge, wir werden das Land wieder zum Frieden führen, sobald wir die Räuber beseitigt haben. Es gibt Zeiten des Friedens und Zeiten des Kampfes. Und gerade müssen wir kämpfen. Da sind schon die ersten Halunken. Wenn ich das so ganz heimlich von hier tun kann... Entschuldigung. Oh, die haben das alle mitbekommen. Die wissen doch gar nicht, wo ich bin. Ja, und ich habe immer noch... Habe ich jetzt einen Baum, Gott sei Dank. Das ist gut. Oh, sind da viele. Wieso sind denn das schon wieder so viele? Ja gut, was habe ich erwartet, wenn ich eine Räuberhöhle auseinandernehme, hä? Die erwischt mich nicht. Was sage ich? Die werden geschafft. Dickes Dank an den Opa für den alten Bogen. Ohne den keine Chance. Oh nein, da war ein Magier! Was? Es schaut so aus, als müssen wir uns jetzt wohl doch mit einem Magier battlen. Und seinen... Yes! Ja! Und jetzt diese kleinen Mistviecher noch aus dem Himmel snipen. Erwischt. Dankeschön für den Emerald. Ich glaube, wir haben die Räuberhöhle leer geräumt. Nice! Nice! Plünderparty! Aber wisst ihr, nach was mir das hier aussieht? Seht ihr das überall?
In dieser Höhle gibt es Unmengen Eisen. Das muss ich dem Gesandten sagen. Wenn wir hier eine Eisenmine reinzimmern könnten, wäre genial. Also dem Gesandten wird mitgeteilt, hier gibt es sehr viel Eisen zu holen. Und wir plündern dabei noch. Smaragde. Chain. Ja, gut. Ich meine, können wir dringend gebrauchen, Kettenrüstung. Und wir haben schon 9 Betten. Ich nehme jetzt nicht alle mit. Ich mache jetzt einfach 10 draus. Zack, Aufgabe erledigt. Steinbruch voraus. Aber wir gehen nach unten, weil ich wollte, glaube ich, jetzt keinen Andesit kaufen, sondern wirklich Steine. Und die kriegen wir hier unten. Ein Viertelstack behalten wir, den Rest investieren wir schon mal in Steine. Wir kommen sicher wieder, mein Bester, wir kommen wieder. Jetzt zurück zur Burg und den Brief von Klüm lesen. Und es ist natürlich die Belohnung für die Räuberhöhle drin. 37 Emeralds, fürs Räuberlager 25, fürs andere Räuberlager 23. Und das, worauf wir neugierig sind, die Post von Klim. Moin, Kroko. Ey, ich hab gehört, was mit deinem Dorf passiert ist. Das ist wirklich tragisch. Der König bat mich, meine Holzfäller zu dir auf die Burg zu schicken. Du scheinst wohl dringend deren Unterstützung zu brauchen. Ich schicke sie schon mal auf den Weg zu dir. Bau ihnen aber bitte noch ein Holzfällerlager. Viel Erfolg, Klim. Oh, das hört sich ja fantastisch an. Der König hat Klim gebeten, uns Unterstützung zu schicken und Klim schickt seine Holzfäller? Das ist definitiv, was wir brauchen können. Ich meine, wir haben zwar jetzt nicht Unmengen Emeralds, aber wenn wir bei denen noch das ein oder andere Holz bekommen, dann sparen wir uns da schon ein Stück weit Arbeit. Wir müssen also noch ein Holzfällerlager bauen und ich weiß schon genau wohin. Da vorne in den hoffentlich noch wachsenden Wald. Und jetzt müssen wir dem Gesandten aber noch mitteilen, dass wir die Räuberhöhle leergeräumt haben, was er sicher schon weiß, und wir eine Eisenmine da rein uns wünschen. Gesandter, ihr habt sicher schon mitbekommen, dass ich die Räuberhöhle leergeräumt habe. Ja, durchaus! Und die Höhle ist voller Eisen. Ich würde vorschlagen, dass der König dort eine Eisenmine reinbaut. Dann können wir erstens wieder bessere Truppen bauen und wir können uns besser ausrüsten. Eine Eisenmine, sagt ihr? Alles klar, das ist eine gute Idee. Ich werde es dem König mitteilen. Super, dankeschön. Und ich sehe gerade, wir haben neue Aufgaben. Genau. Bau ein Holzfällerlager. Wohngebäude haben wir heute schon erledigt, Betten haben wir auch schon erledigt. Dann warten wir nur noch auf unsere Unterstützung. Das machen wir bei nächster Gelegenheit. Und müssen uns um unser Holzfällerlager kümmern. Wir wissen aber auch, damit wir Unterstützung bekommen können, müssen wir auch noch diese ganzen Betten platzieren, inklusive Truhen. 10 Truhen, 10 Betten. Schritt Nummer 1, das machen wir jetzt. 10 Betten. Wir können uns überlegen, ob man hier an der Stelle nicht sogar Stockbetten unterkriegt, aber nicht so. Da haben die ja keinen Platz mehr. Ist schon ganz schön eng dann. Aber so schaffen wir halt einfach, dass hier 4 Leute schlafen können. Ich meine, es ist ein bisschen, aber wenn das natürlich für Truppen oder so ist, zu viel Platz ist halt auf der Burg nicht. Im Obergeschoss brauchen wir auf alle Fälle eine Absturzsicherung. Und da dachte ich ehrlich gesagt ganz einfach an sowas. Und jetzt haben wir immer noch 6 Betten, die wir unter... 10 Dorf, ey. 10 Leute müssen wir unterkriegen. Jetzt fehlen nur noch 2 und die 2 quartiere ich, glaube ich, hier oben ein. Ich meine, schließlich muss der Gesandte ja auch irgendwo schlafen. Und wenn ich hier oben noch eine Etage einziehe, könnte der sich ja hier oben gemütlich machen. Zack, 10 Leute untergebracht. Das wäre geschafft. Und da steht sie, die kleine, aber feine Holzfällerhütte. Ich habe noch eine Sache gemacht. Ich habe 2 Betten aus der Burg einfach hier runtergeschleppt. Oben war es eh zu voll, bin oben noch nicht ganz zufrieden mit der Inneneinrichtung. Deswegen, die 2 Holzfäller wohnen natürlich bei ihrer Hütte und können sich zur Not natürlich immer zur Burg zurückziehen. Zu den Holzfällern brauchen wir safe bei nächster Gelegenheit noch einen Weg, weil hier rauf zu klettern ist echt anstrengend. Und da sind sie! Das müssen die Holzfäller sein. Wir haben unsere Aufgabe erledigt. Klim schickt uns mit den besten Grüßen. Das ist perfektes Timing. Ich bin gerade eben mit eurem Holzfällerlager fertig geworden. Oh, super. Wir machen uns da gleich an die Arbeit. Oh, Burg, Herr Kroko. Herr Gesandter, ich grüße Sie. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Durchaus bestens. Danke der Nachfrage. Eure Burg braucht dringend einen Wall. Und damit ihr nicht nur vom Kopfgeld der Räuber leben müsst, hat euch der König eine brandneue Rüstung schicken lassen. Und auch ein paar extra Baublöcke. Hi, das ist aber nett. Ich vermute, ich finde die unten beim Briefkasten, oder? Sehr wohl. Und um schneller durchs Land zu kommen, empfiehlt euch der König auch, Straßen zu den Holzfällern und zum Steinbruch zu bauen. Alles klar, Straßen auch noch. Überhaupt kein Problem. Viel Erfolg! Und da haben wir sie. Unsere Quests für heute. Hauptquest, neue Aufgabe, Wall bauen. Nebenquests, okay. Werkzeugschmiede machen wir heute übrigens auch. Steht schon lange aus. Straße zu den Holzfällern und Straße zum Steinbruch.
Schauen wir mal, was wir davon alles machen. Sind ja nur Nebenquests, aber wir werden auf alle Fälle die zwei machen, weil Steinbruch ist mir echt ein bisschen weit weg. Dann kümmern wir uns gleich hier drum, wo wir die Werkzeugschmiede hinbauen und wo wir die Mauer hinbauen. Und dann müssen wir natürlich auch schauen, wie wir den Weg runterzimmern bis zu unseren Holzfällern. So viel schon wieder zu tun. Und wir holen als allererstes natürlich mal ab, was der König hat liefern lassen. Da bin ich aber gespannt heute mit seinem Banner, sehr fein. Jede Menge. Sogar ein Schild. Das königliche Banner. Ey, ich laufe herum wie ein Kanarienvogel mit der Rüstung. Ich schaue echt ein bisschen aus wie sein Hofnarr. Findet ihr nicht? Ist die Kettenrüstung eigentlich besser? Ja, voll besser. Schuhe machen jetzt nicht so den Unterschied, aber dann bleiben wir in Kettenmontur. Dann haben wir Kobbel, normalen Stein und Holz. Das war auf alle Fälle, hilfreich. Auf alle Fälle, Für die Mauer habe ich eine... jetzt sinke ich hier schon wieder. Für die Mauer habe ich eigentlich eine ganz gute Idee. Ich würde da gerne die Holzfäller bemühen und eine dicke, Holzmauer bauen mit einem kleinen Steinfundament, so stelle ich mir das vor. Die würde ich gerne einmal hier außen rumzimmern. Da fällt mir auf, wir haben gar nicht auf der Karte geschaut, ob wir neue Räuberlager haben, die wir beseitigen können. Ebenenlager war schon da. Oh, und die Kapelle hat einen Preis bekommen. Ich denke, wir sollten uns heute vielleicht sogar der Kapelle noch annehmen. Da wird sich Oma Kroko freuen, wenn ich die Kapelle wieder befreie. Die hat sich damals auch die Kapelle gewünscht. Schritt 1 zuallererst ist jetzt aber hier mal zu definieren, wie groß wird eigentlich der Mauerring der Burg. Und dafür müssen wir eine Sache festlegen, und zwar den Werkzeugschmied. Und den würde ich echt gerne hier reinzimmern irgendwie. Jetzt habe ich nochmal ein bisschen mehr Cobblestone geholt, aber es reicht halt vorne und hinten nicht. Ich heb mir gerade ein bisschen was noch auf, weil ich möchte mal unbedingt die Werkzeugschmiede hier dran klopfen. Was haltet ihr davon, wenn wir dieses Gebäude zum Teil auch in die Mauer integrieren? Wir haben ja gesagt, wir möchten eine Holzmauer. Und die Mauer habe ich jetzt hier hinten angesetzt. Also gehen wir mal mit dem Gebäude einfach quasi direkt an die Mauer. Aber wenn wir das so mischen, und ich glaube, ich würde den entrinden, dann passen sie farblich ein bisschen besser zusammen. Dann könnte das die Rückwand werden. Jetzt ist nur die Frage, wie hoch bis wohin. Die Werkzeugschmiede ist fast fertig. Das hier ist im Moment noch Wohnraum. Keine Ahnung, ob das so bleibt. Fürs Erste kann da der Werkzeugschmied wohnen. Ja, du, mein Bester. Und da fehlt jetzt noch der Werkzeugtisch. Dann sollte alles fertig sein. Werkzeugschmiede, Gott sei Dank haben wir noch 2 Steine übrig. Und damit bekommen wir den Schmiedetisch. Und wenn wir den jetzt platzieren, kann unser Werkzeugschmied... Hi! kann unser Werkzeugschmied einziehen. Tada! Aufgabe erledigt. Mein Bester, es ist vollbracht. Wunderbar. Ich mache mich gleich ans Werk. Unbedingt, wir brauchen bessere Werkzeuge, weil Werkzeuge gehen kaputt ohne Ende. Ein neuer Tag bricht an und schaut mal, wer da am Abend... Wo gehst du hin, der Werkzeugschmied? Wir werden sehen, wie lange er lebt. Ja, komm mal wieder lieber rein. Ich muss die Mauer fertigstellen, damit der Bursche nicht mehr so weit wandern kann. Hof weitestgehend fertig, Dorfbewohner verräumt. Hier können wir jetzt die nächsten Ausrüstungsgegenstände kaufen. Warum eigentlich eine Stone Hoe? Aber okay, na gut, immerhin die Axt können wir uns hier kaufen. Das heißt, wir sollten uns ein paar Emeralds übrig lassen, um mit dem auch zu traden, um ihn auf die nächstbessere Stufe zu kriegen. Und ansonsten habe ich hier ein paar Slabs vorbereitet, ein paar Treppen vorbereitet. Slabs werden nicht reichen, denke ich. Und jetzt beschließe ich einfach mal, dass der Ausgang hier sein wird. Jetzt ist nur die Frage, wie mache ich den Weg hier? Wenn ich den Weg so mache, würde mir ratzfatz wieder zuschneiden. Deswegen hatte ich mir überlegt, wir nehmen uns einfach Slabs. So sieht es auch ein bisschen so aus, als hätten wir Schnee geräumt und alles auf die Seite geschoben. 3 breit sollte das Tor reichen. Wie wir das Tor dann bauen, ob wir es dann ähnlich wie hier machen, dass keiner mehr raus kann und flüchtet, vermute ich jetzt einfach mal, dass es so am gescheitsten ist. Da unten sehen wir schon das Ziel, die Holzfäller. Da zimmern wir den Weg jetzt bis runter. Meine Damen und Herren, eine weitere Aufgabe abgeschlossen. Der Weg ist angekommen bei den Holzfällern. Nice. Ey, Jungs, wir können endlich Geschäfte machen. Oh, ihr habt immer noch so gute Preise. Das ist wunderbar. Zack.
Mehr möchte ich nicht ausgeben. Oh, ich hätte noch Spruce Cow. Ja, Spruce haben wir noch. Das wird nicht weit reichen. Aber das andere hebe ich mir aktuell noch auf. Ich komme im Zweifel wieder, habe jetzt eh einen schnellen Weg zu euch. Zip. Kollege, ich kann dir jetzt eine Axt abkaufen. Er entwickelt sich halt auch nicht schnell weiter. Wie viel Äxte ich da kaufen muss, damit wir... Naja, gut, okay, ich beschwere mich nicht, wir kaufen Äxte bei dir. So, ich habe mit Absicht jetzt recht viel Stein auch eingepackt, denn ich möchte dem Holzwall unten eine Art Steinfundament geben. Das wird gar nicht so leicht werden, weil hier ja sehr, sehr viel Schnee ist und dann versinkt alles so irgendwie im Schnee, aber eigentlich wäre mir es lieb, dass ich es schaffe, hier so ein Steinfundament irgendwie mit dran zu zimmern. Hat was, oder? Geht definitiv in die richtige Richtung. Und man kann das Stein an manchen Stellen auch ein bisschen weiter hochziehen, weil da zum Beispiel wirkt die Wand sehr, sehr glatt. Also in dem Stil werde ich die Mauer jetzt einmal um die Burg rumziehen, beziehungsweise soweit der Vorrat an Holz reicht. Und wenn der Vorrat nicht mehr reicht, dann beschaffen wir uns weitere Emeralds, indem wir die Kapelle auf alle Fälle einnehmen und vielleicht auch das Ebenenlager, das weiß ich noch nicht. Innen schauen wir, dass wir das Ganze so mit den Elementen hier gestalten. Da werde ich immer wieder so ein paar Elemente mit einbauen, wo wir wahrscheinlich Stützen anbringen. Keine Ahnung, wie das ausschaut. Aber finde ich, passt eigentlich ganz gut. Einen Großteil hätten wir geschafft. Wirklich, viel fehlt nicht mehr. Wir müssen noch ein paar von den Spitzen einsammeln und wir brauchen noch Holz und Steine für die fertige Auskleidung und wir müssen Bruchstein für den Boden, aber der Boden eilt nicht. Den können wir Stück für Stück. Die Mauer muss fertig werden. Wenn ich mir meine Emerald-Ersparnisse anschaue, wird uns das nicht ganz reichen, um alles fertigzustellen. Deswegen schlage ich vor, schauen wir uns nochmal um, welche Lager wir uns vorne knüpfen können und befreien das ein oder andere für ein paar Emeralds. Irgendwie ist mir das noch gar nicht so aufgefallen, aber ist es gerade extrem neblig? Egal. Mein werter Herr Gugu, es ist sehr neblig geworden und mein Informanten meinen, einige Speer gesichtet zu haben. Schalten Sie aus, bevor Sie Meldung an Ihren Räuberhauptmann geben können. Ich wollte eigentlich gerade nach Räuberlagern schauen, aber ey! Ich habe eine Zeitbegrenzung, ich muss... Okay, wir haben es ein bisschen eilig, wie es ausschaut. Ich muss Speer ausschalten. In der Burg will ja wohl niemand sein. Oh, er ist sogar schon in den Burgtoren? Wirklich? Okay, einen haben wir, wie viel sind's? Drei? Einen von drei haben wir geschafft, schnell, bevor die Zeit um ist. Die dürfen auf keinen Fall Meldung an den Räuberhauptmann geben. Okay, noch haben wir ein bisschen. Da ist noch einer. Das wäre Nummer zwei. Okay, wir düsen einmal um die Burg rum. Und da ist schon der dritte. Oh, wir schaffen das gut, wir schaffen es gut, wir schaffen es gut. Wir schaffen es gut. Oh. Okay, ein paar Sekündchen hätten wir wohl noch gehabt. Aufgabe erledigt. Das war ja mal ein Run. Ey, es ist so super neblig. Man sieht nicht mal mehr bis zum Briefkasten. Schaut mal, der im Übrigen oben ist. Wir haben Post. Oh, Joe hat was geschrieben? Ich lasse mich ja sehr, sehr gerne von Joe ablenken, aber wir gehen unserem Plan nach und schlagen im Ebenenlager zu. Lass uns mal auf die Karte schauen. Wisst ihr was? Ebenenlager heben wir uns für nächstes Mal auf. Wir überfallen jetzt die Kapelle und schauen, dass wir sie zurückerobern. Ah, da vorne sehe ich einen Hügel. Das könnte schon der Hügel sein, der zur Kapelle führt. Pfeiler, oh, ich habe ein Schild vergessen. Da sehe ich auch schon was. Oh, die schauen aber gefährlich aus. Oh, da ist ein Spawner. Da ist auch... Oh, da sind zwei Magier. Und die rennen ganz schön schnell. Kriegen ihn. Und Wächse. Oh, die sind ja brutal. Die, habt ihr gesehen, wie viel Leben die mir abgezogen hat? Immer wieder was essen, dass wir Heilung haben. Wir haben einen Magier schon ausgeschalten. Soweit ich weiß. Oder irgendjemand anderes. Ich hoffe, das spawnen keine Magier. Haben wir... Bevor er was spawnen konnte. Ich glaube, wir waren echt flott. Und jetzt schauen wir, was da sonst noch rumrennt. Sie kommen alle! Hab einen! Du, komm her! Hab ihn! Hab ihn! Oh, yes! Render, abbauen. Yes! Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir es geschafft haben. Aber wir haben Totems bekommen. Das ist natürlich mega cool. Hat sich echt jemand niedergelassen? Wie frech ist das denn? Und eine Kiste auch.
Oh, dankeschön. Oh, das sieht sehr, sehr gut aus. Fleisch, Emeralds, Emerald-Blöcke. Die Kiste nehmen wir auch mit. Damit wäre die Kapelle soweit befreit. Ey, Oma wird sich freuen. Mega gut. So, da machen wir heute wieder mal das Geschäft unseres Lebens. Oh, ich muss mal ganz kurz hier meinen Block in Smaragde verwandeln. Lauf nicht davon. Ich brauche viel Holz. Ob das schon reicht? Ich würde gerne nur noch ein bisschen auch hiervon kaufen. Und dann hebe ich mir... wir kriegen ja noch Kopfgeld. Dann verwandeln wir alles. 36, ob das reicht? Wahrscheinlich nicht. Im Zweifel komme ich wieder. Und jetzt wandern wir diesen wunderbaren, neu gebauten Weg nach oben zur Burg und vollenden die Mauer. Danach lesen wir den Brief von Onkel Joe. Also, ich mag unsere Burg. Wir brauchen noch ein Eingangstor. Da muss ich mir noch was überlegen. Da habe ich noch nicht die richtige Idee für gehabt. Aber wahrscheinlich wird es was relativ Einfaches werden. Oh, wir haben sogar noch Spruce. Ob das reicht? Dann sieht unser Tor vorerst so aus. Ich würde da gerne zwei Falltüren reinbauen. Und wir haben nur eine Tür in der Mitte. Türformat kennt ihr von mir ja. Aber ich glaube, das ist dann in Ordnung. Das muss dann auch raus. Und jetzt haben wir hier eine einfache, aber durchaus gelungene Mauer. Das heißt für uns, wir checken die Post von Joe. Howdy Kroko, ich bin's, Onkel Joe. Erna kam vor kurzem bei mir an. Ihr war kalt und sie fühlte sich wohl etwas einsam. Aber mach dir keine Sorge, ich peppel sie schon wieder auf. Sobald es ihr wieder gut geht und du ja einen ordentlichen Stall gebaut hast, lasse ich sie wieder zurück zu dir bringen. Sorg am besten dafür, dass sie nicht alleine ist. Beste Grüße und viel Erfolg weiterhin von dein Onkel Joe. Wir haben zwei neue Aufgaben. Wir brauchen einen Stall für die gute Erna und wir sollen dafür sorgen, dass sie nicht einsam ist. Wisst ihr was? Den Stall baue ich einfach direkt hier rein. Haben wir noch genug Holz? Ansonsten hole ich meine Belohnung fix aus dem Briefkasten und kaufe nochmal Holz. Die bessere Idee. Belohnung für die Kapelle abgeholt. Hebel runter. Emeralds bei den Holzfällern investiert. Der Stall ist ganz anders geworden, wie ich ursprünglich dachte. Ich dachte, ich baue so ein Haus wie hier. Naja, und dann ist es ein Wachturm geworden. Und unten drunter ist definitiv Platz für die Erna und für noch jemanden. Und da kam mir die mehr als treffende Idee. Was haltet ihr davon, den alten Gaul aus dem Bergdorf befreien? Nachdem es dort nur so von Feinden wimmelt, brauchen wir einen guten Plan. Wir alle wissen, dass Anschleichen in Minecraft nur begrenzt funktioniert. Folglich haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder machen wir uns unsichtbar oder ganz schnell. Nachdem ersteres wohl so gut funktioniert wie das Anschleichen, setzen wir auf Geschwindigkeitstränke und die besorgen wir uns bei der Hexe. Mit den Tränken im Gepäck schleichen wir uns an der Farm vorbei über die Berge und rennen von oben hinein ins Dorf. Hüpfen ins Pferdegehege, schmeißen einen Zaubertrank auf mich und den alten Gaul, hoffen, dass uns niemand in der Zwischenzeit erschießt und düsen dann in Richtung Osten aus dem Dorf hinaus. Happy End. Wir haben zwar einen eigenen Plan, sollten aber unbedingt einmal nachschauen, ob der Gesandte des Königs nicht vielleicht noch den ein oder anderen Auftrag für uns hat. Wir wollen ja schließlich unseren König nicht übergehen. Hallo? Kroko, gut, dass ihr reinschaut. Der König hat eine Truppe zur ehemaligen Räuberhöhle schicken lassen, um dort eine Eisenmine anzulegen. Schaut dort bitte nach dem Rechten und sprecht mit dem Vorgesetzten. Okay. Zur ehemaligen Räuberhöhle soll es gehen? Aha. Ich sehe schon Eisenmine. Schauen wir auf alle Fälle vorbei. Und schaut mal, die Farm hat jetzt auch einen Preis. Die will ich sowieso einnehmen unbedingt. Wir müssen unbedingt die Dinge hier langsam Stück für uns erobern. Heute möchte ich gerne zur Hexe gehen. Die Hexe wohnt ganz da oben, wie wir auf der Karte sehen können. Da müssen wir uns irgendwo hier durchschleichen. Aber das sollten wir auf alle Fälle hinbekommen. Ich würde sagen, wir verlieren auch überhaupt keine Zeit. Wir schnappen uns ein paar Emeralds. Damit können wir dann die Hexe am... Oh, wir haben gar nicht so viele Emeralds. Ich weiß nicht, was die Hexe verlangt für so Tränke. Ich wäre fast dafür, dass wir das Spählager schnell auseinandernehmen. Das hört sich kleiner an für den Preis. Dort können wir vielleicht noch den einen oder anderen Emerald dann für uns gewinnen. Und ja, es ist mir auch schon aufgefallen. Der Nebel hat sich ein Stück weit gelichtet. Das ist angenehm. Immer wenn ich so über die Felder wandere, halte ich echt die Augen offen, weil man weiß nie, ob nicht doch noch Räuber hier sind. Gerade da sind schon wieder zwei unterwegs. Ich bin auch wieder in Straßennähe.
Die sind wahrscheinlich die ersten Dudes aus dem Spählager, wie es ausschaut. Den schalte ich aber, glaube ich, so mit der Axt aus. Und dem Dorf sollten wir nicht zu nahe kommen. Okay, und schon wieder ein Emerald verdient. Ja, da laufen überall so ein paar rum. Meines Wissens müsste das Spählager irgendwo dort oben liegen. Ja, da ist schon der erste. Er hat mich gefunden. Es werden mehr. Es sind wieder viel zu viele, aber ich glaube, ich halte ganz gut Stand. Oh, nochmal ein paar. Deckung. Von der Ferne auch noch ein bisschen agieren. Sehr gut. Die schalten sich gegenseitig aus. Hab einen. Oh, noch einen. Und zack. War es das? Irgendwie war das recht einfach. Aber es waren schon ein paar, aber nicht so. Ah, alles klar. Okay, jetzt nicht die dickste aber brottechnisch ist es ziemlich nice. Ich würde jetzt noch vorschlagen, ich laufe noch einmal zurück, hole mir noch die Belohnung ab im Briefkasten. Und dann gehen wir zur Hexe. Die Sonne geht unter, wir kommen an und die Postboten muss man haben. Zack, 23, so schnell ging das. Wir legen uns jetzt noch ins Bett und brechen bei Tagesanbruch auf zur Hexe. Ich hab's jetzt gerade eben erst so richtig gecheckt. Das ist ja eine Eisenaxt und ein Eisenschwert, das ist endgut. Ich war nur schon so verwöhnt irgendwie, aber das sind ja richtig gute Ausrüstungsgegenstände. Auch wenn wir hier weiter Werkzeuge kaufen sollten, damit der bald mal bessere verkauft. Und wir haben ihn einmal abgegradet. Jetzt können wir Eisen bei ihm verkaufen. 4 Stück für einen Emerald. Ja gut, daran arbeiten wir noch. So, Hexe willkommen. Ich befinde mich jetzt ganz nah beim Ostdorf und hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Da ist schon wieder einer, denn das sind 2. Wo kommen die denn alle her? Hier wurde mal jemand überfallen. Hier ist ganz in der Nähe ein weiteres Lager. Das Waldlager oder wie auch immer, ich glaube dort hinten. Deswegen schauen wir, dass wir uns hier mitten durchschleichen, ohne erwischt zu werden. Da vorne kommen dann irgendwo die Holzfäller. Das ist eine ganz enge Situation, aber ich glaube, wir kriegen das hier gut hin. Perfekt. Höhle der Hexe hätten wir mal wieder. Irgendwie finde ich das immer wieder beängstigend, da reinzugehen. Auch wenn ich weiß, sie ist nett, aber es ist doch irgendwo... Naja, gehen wir rein. Hexe! Koko, ich kann euch nicht helfen. Kann ich vielleicht erst sagen, was ich möchte? Ja, aber diesmal bist du bei mir falsch, weil ich brauche keine Geschwindigkeitstränke. Woher weißt du das? Ich weiß alles. Aber wenn du alles weißt, dann kannst du mir auch sagen, woher ich die Tränke bekomme. Ja, das kann ich. Okay, und was willst du dafür? Nichts oder noch nichts. Du schuldest mir einfach etwas. Ob das so eine gute Idee ist, weiß ich ja nicht. Aber na gut, her mit der Info. Ich habe eine Bekannte, die wird dir sicher gerne helfen. Erwarte ihre Post. Ich kümmere mich um den Rest. Und nun schleich dich. Oh, okay, ist ja gut. Alles danke. Danke, Hexe. Eieiei, irgendwie mit der werde ich noch nicht so ganz warm. Naja, wir haben jetzt ein bisschen Zeit, wie mir scheint. Wir müssen auf die Post warten. Das heißt, die müssen eigentlich zur Burg zurück. Aber... wir wissen nicht, wie schnell das geht. Aus dem Grund würde ich jetzt vielleicht schauen, dass wir unsere große Reise durch den Wald hier andersrum fortsetzen. Der Weg ist auch etwas sicherer dann, als wieder am Ostdorf vorbei und an den Holzfällern, die wir noch nicht zurückerobert haben. Wir düsen rüber zur ehemaligen Räuberhöhle, jetzigen Mine. Oh, das müsste hier irgendwo mitten durch den Wald durch sein. Ich laufe einfach, ich hoffe, wir finden das. Und natürlich ist es Nacht geworden und die Monster kommen aus ihren Löchern gekrochen, um sich mit mir anzulegen. Fantastisch. Oh, wir sind hier bei dem Portal. Es sind wieder zu viele Skelette auf einmal. Die fallen sich gegenseitig in den knochigen Rücken. Au. Ich überlebe es nicht lange so. Ja, was ist denn da passiert? Das hat sich verändert, die Räuberhöhle seit letztem Mal. Schau einer an. Ich nutze mal eben das Bett hier. Oh, und wen haben wir denn da? Ich komme. Wer seid denn ihr? Ich habe die Aufsicht hier. Aber sobald ihr einen Platz für mich in eurer Burg habt, soll ich zu euch kommen und Rüstungen schmieden. Auftrag des Königs. In der Burg meinst du? Ja, klar. Kriegst du auf alle Fälle. Überhaupt kein Problem. Damit ihr einen Vorgeschmack auf meine Arbeit bekommt, habe ich euch einen feinen Brustpanzer mitgebracht. Ihr findet ihn in meiner Kiste. Dankeschön. Ein feiner Brustpanzer? Mit Protection 3. Das ist etwas, was ich sehr, sehr gerne gegen meinen Eisen-Döns da schnell hier Kettendüngs eintausche.
dann nutzen wir mal kurz das Feuerchen hier, packen da ein Fleisch drauf, schauen uns nochmal kurz um, was es hier sonst noch zu entdecken gibt. Eine Menge Eisen haben die hier gelagert, die sind fleißig, nutzen das Eisen hier auch für diese Elite-Truppen, sehr vorbildlich. Ah, okay, die verschwinden hier in der Eisenmine. Und wen haben wir hier? Minenarbeiter. Und da kann ich mich mit Eisen und Kohle eindecken. Fantastisch. Nachdem wir bei der Hexe nichts zahlen müssen, haben wir eine Menge Emeralds dabei. Wir können ein bisschen Eisen besorgen. Und die sind so brav, die schmelzen es auch gleich zu Ingots. Ich weiß nicht, ob ich so viel brauche überhaupt, aber ey, machen wir. Wir nehmen mal 9 Stück mit. Wir brauchen ein bisschen was, um es zu vertraden, damit wir unseren Dude upgraden können, auch wenn das ziemliche Mistwirtschaft ist, aber... Oh, ich sollte mehr sollte ich nicht. Einmal noch. Das sieht doch gut aus. Was sagt ihr zur Eisenmine? Kann sich sehen lassen, oder? Jetzt den Weg zurück, wenn wir schon hier sind. Ein kleiner Zwischenstopp bei der Kapelle. Ein Blick auf die Farm, wo es immer noch wimmelt und wuselt. Aber auch die werden wir zurückerobern. Der Hebel wäre oben. Fantastisch. Aber es ist leer. Ich habe mal wieder den Hebel vergessen, runterzumachen. Wir wollen Post. Hexe, du hast gesagt, du kümmerst dich um alles. Eine unserer neuen Aufgaben wäre jetzt noch eine Rüstungsschmiede, die wir hier irgendwie hineinbauen. Die kommt dann dahin, glaube ich. Werkzeugschmiede hier, Rüstungsschmiede hier vorne. Können auch noch Gebäude hier dran zimmern. Platz ist genug. Wir haben hier super viel Platz in der Burg drinnen. Aber die Rüstungsschmiede möchte ich gar nicht angehen. Ich möchte eine andere Aufgabe mit euch angehen. Und die steht auch schon hier auf unserer Questtafel. Die Rüstungsschmiede fehlt noch. Neue Aufgabe, Straße zum Steinbruch. Ganz genau, die Straße zum Steinbruch. Denn sobald wir unsere Geschwindigkeitstränke haben, geht's los. Dann müssen wir ins Bergdorf, das erste Mal dorthin zurück, seitdem es abgefackelt ist, und den alten Gaul befreien. Wir machen das, wir schaffen das. Ich bin ungefähr in der Hälfte, behaupte ich, die Burg. Oh, man kann sie sogar noch ganz leicht erkennen hier. Die Burg ist da vorne, hier geht der Weg dann durch. Der schlängelt sich echt quer durchs Tal und quer über die Map. Und jetzt müssen wir noch da hinten durch und runter und sind dann quasi da. Können wir hier vor bis auf die Straße schauen? Na, die verschwindet dort gerade im Nebel. Kapelle sehen wir aber. Ich bin am Steinbruch angekommen und habe den Weg in 2 Arten vollendet. Schau mal, man kommt jetzt hier von unten vom Steinbruch rauf und kann nun den ganzen Weg zur Burg zurücklegen. Aber es gibt auch eine Verbindung hier hinauf zum oberen Bereich. Die war nämlich auch noch nicht gebaut und finde ich auch ganz wichtig, dass die jetzt auch angeschlossen sind hier. Die Aufgabe hätten wir erledigt. Jetzt düsen wir über den neuen Weg zurück zur Burg und schauen gleich mal, ob wir jetzt Post haben. Und soweit ich weiß, haben wir den vorher runtergemacht. Das heißt, wir haben Post von Miss Flocke. Schau an. Schau an, wer die Bekannte der Hexe ist. Und haben Splash Potion of Swiftness. Mit dem Gefundenen in die Burg und dann einmal Post lesen. Hallo Kroko. Ich habe gehört, bei dir muss es heute schnell gehen. Ich bin zwar leider etwas krank, aber ich habe noch ein paar Geschwindigkeitstränke aus eigener Herstellung auf Lager. Ich habe sie dir in ein kleines Paket gepackt. Damit solltest du deutlich schneller sein als vorher. Viel Glück bei deiner Mission. Liebe Grüße, Flocke. Das hört sich doch fantastisch an. Wir haben 3 Geschwindigkeitstränke bekommen. Ich räume mein Inventar auf und dann gibt es keine Ausreden mehr. Wir müssen los. Und holen den alten Gaul. Ein paar Blöcke habe ich, Geschwindigkeitstränke habe ich, Essen habe ich. Zur Sicherheit alles, was ich so zum Verteidigen brauche, brechen wir auf ins Bergdorf. Puh, ich kehre zurück in meine alte Heimat. Zumindest für kurze Zeit. Wir schleichen uns jetzt bis hier vor auf den Weg. Am Weg entlang ein Stück weit Richtung Farm. Dann biegen wir aber vorher rechts ab in die Berge. Ihr könnt die Chance jetzt nochmal nutzen und in die Kommentare schreiben, ob ihr meint, dass der alte Gaul und ich das da lebend rauspacken. Ich setze definitiv auf uns. Und es wird Nacht. Wenn das kein perfektes Timing ist, um mich dort hinein ins Dorf zu schleichen, da, meine Damen und Herren, wartet er auf uns. Immer noch gesattelt. Der alte Gaul. Dadurch hier rauf über die Hauptstraße und raus mit uns. Das wäre der exakte Plan. Ich komme dich holen. Wir schaffen das. Runter den Berg, runter, 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 runter. Wir sehen immer mehr. Ah, das schaut gut aus. Oh, anderer Vorschlag, wir tauchen hier rein. Da stehen ganz viele.
Wenn ich hierüber reintauche, kann auch über den Weg... Irgendwas hat mich entdeckt. Oh, ein Räuber. Er weiß nicht, wie gefährlich ich bin. Er schlägt keinen Alarm. Den hätten wir. Wir gehen über den Weg. Es ist soweit. Wir gehen rein. Los geht's. Das sind so viele vor allem. Wir müssen echt aufpassen. Rein da. Tür hinter mir zu. Beide. Deckung suchen. Alter Gaul und ich. Speedtrank. Halt, erst Speedtrank. Und jetzt hier drüber hüpfen. Du musst hüpfen. Und raus aus der Stadt. So schnell wir können. Richtung Osten. Wir da an den Dingern, da hängt man immer. Hier drüber. Gaul, springen. Wir müssen raus hier. Rauf da. Weiter. Wir sind so schnell wie noch nie und Richtung Ostdorf davon. Wir haben es geschafft. Der alte Gaul und ich sind in Sicherheit. Noch nicht ganz. Aber wir sind gleich bei der Burg. Und dann haben wir es geschafft. Und schau mal an, wir haben eine Nachricht. Und die Erna ist wieder da. Alter Gaul, schau mal. Erna, ich hoffe, es ging dir gut bei Onkel Joe. Wenn die gute Erna da ist und wir haben hier einen Brief, dann kann das nur eines bedeuten. Ich bin mir sicher, Onkel Joe hat geschrieben. Howdy, Kroko. Wie ich sehe, hast du Erna einen Stall gebaut und konntest auch ihren Freund, die alte Gaul, befreien. Das freut mich sehr. Erna ist wieder fit und munter, steht bereits in ihrem neuen Stall. Hey, bis bald, dein Onkel Joe. Ich hatte recht. Joe hat geschrieben, Erna ist da. Erna geht's prima. Erna hat ihren alten Gaul, die zwei sind glücklich und ich muss das Tor größer bauen, dass ich mit den Pferden rein und raus reiten kann. Jetzt düsen wir aber mal geschwind zum Gesandten rauf und schauen, was der heute für uns so parat hat. Ogo, wir brauchen dringend deine Hilfe. Alles klar, Jungs, ich muss nur zuallererst jetzt zum Gesandten. Ogo, es ist dringend. Das ist ja schön und gut, ich bin ja auch gleich bei euch. Hallo, Herr Gesandter, was gibt es heute? Seid gegrüßt, Crocodile Andy. Einige Dorfbewohner haben sich auf den Weg zu eurer Burg gemacht, um euch zu unterstützen. Baut ihnen entsprechende Arbeitsstätten und Gebäude innerhalb der Burgmauern. Das hört sich vernünftig an. Oh, perfekt. Neu aufgeht der Bogner, der Koch und der Waffenschmied. Ich habe zwei davon schon getroffen. Ich schau gleich mal runter. Aber erst noch ein Blick auf die Karten. Echtes Ebenenlager. Das müssen wir jetzt echt mal auseinandernehmen. Das Waldlager ist dazugekommen und die Holzfäller können wir auch demnächst befreien. Sehr gut. Jetzt schauen wir mal, was die zwei Dorfbewohner da unten so dringend von uns wollten. Wir waren auf dem Weg zu euch, als wir von Räubern überfallen wurden. Eine Truppe hat den Bogner ins Ebenenlager verschleppt, während eine andere Truppe den Waffenschmied wohl in Richtung Waldlager mitgenommen hatten. Okay. Und wer von euch ist der Koch? Niemand. Leider konnten wir nicht sehen, wohin sie den Koch gebracht haben. Aber er muss auch irgendwo in der Nähe sein. Helft ihnen bitte. Dann fangen wir an mit den Leuten, die... Ich dachte, ich habe mal ein bisschen Pause. Wohl nicht. Wir müssen jetzt dann die Leute befreien. Das heißt, wohl oder übel, die entsprechenden Lager auseinandernehmen. Ebenenlager ist klar. Das ist hier gleich um die Ecke. Das sollten wir echt ein für alle Mal auseinandernehmen. Und das Waldlager ist ganz dort oben irgendwo im Wald. Okay. Ja, es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Wir müssen die befreien. Und dann war die Aufgabe aber noch, denen entsprechende Behausungen zu bauen. Das heißt, unsere Burg kriegt eigentlich ein komplettes Makeover. Und wenn wir überlegen, die Waffenschmiede haben, oder die Rüstungsschmiede haben wir ja auch noch. Waffenschmiede brauchen wir jetzt dann auch. Ich glaube, wir müssen hier dick neue Gebäude reinzimmern. Ich glaube, wir machen hier einen fetten Anbau. So, erstmal bauen wir das hier weg. Und marschiere ins Ebenenlager. Mit Totem fühle ich mich ja fast unbesiegbar. Fast. Jetzt wird den Räubern ein vernichtender Schlag zugefügt. Ich glaube, ich muss auf der anderen Seite rauf. Mein Plan wäre es nämlich, die Zauberer, die da drin sind, schnell und einfach auszuschalten. Dass ich mich mit denen gar nicht groß anlegen muss. Ein Treffer und... Nein! Und schon sind die Mistviecher da. Das ist bitter. Totem hat schon gekickt. Und flüchten. Oh, das ist... Ich weiß schon, warum ich die nicht mag. Oh, wir müssen weiterlaufen. Die sind einfach zu böse, die kleinen Mistviecher. Meinen Helm habe ich im Kampf auch schon verloren. Das kann ja wunderbar werden. Ah, den einen Magier habe ich wohl erwischt. Zack, einen haben wir. Und den zweiten haben wir auch. Ich glaube, wir können gleich dort unten einfallen. Da unten ist der Waffenschmied oder wer auch immer drinnen. Ist da noch eine Elite-Truppe drin? Kriegen wir die befreit, wenn wir von dort oben drauf hüpfen und dann in den Kampf stürzen? Hüpp! Ah, wenn ihr mich die ganze Zeit von meiner Arbeit abhaltet. Knappe Geschichte. Jetzt lasst den Golem frei. Okay, jetzt wird's wirklich knapp. Nur noch ein halbes Leben.
Oh, Gott sei Dank. Golem, tu dein Bestes. Auf den Golem fixiert. Der Loot von den Magiern ist schon gedespawnt. Fantastisch. Wenn ich jetzt meinen Elite-Soldaten da rauslasse, dann übernimmt der natürlich schön brav die Ravager da hinten. Aber geht wahrscheinlich dabei drauf. Kann ich die ausschalten, ohne dass sie mir was tun? Ja. Ungeheuer, du bist genau in Reichweite. Next. Boah, der zieht ja unglaublich Leben ab. Wenn ich es jetzt freilasse und dann darüber laufe, wäre eine Idee, ne? Schnell. Kollege, ich brauch dich. Danke. Teamwork, sage ich dazu. Teamwork. Ich bin gekommen, dich zu befreien, Herr Waffenschmied. Vielen Dank für eure Hilfe. Wir treffen uns gleich auf der Burg. Hört sich vernünftig an, mein Bester. Kommen wir zum schönen Part. Schauen wir uns um, was es hier alles so zu finden gibt. Emeralds, Laternen sind nie verkehrt. Ach, Gott sei Dank wieder Pfeile und was zu essen. Die Pfeile sind aber auch echt wichtig, sonst könnte ich das nächste Lager nicht auseinandernehmen. Laternen, Emeralds, Brot. Ich glaube, wir haben über 2 Stacks Emeralds. Aber sind wir ehrlich, wir brauchen es auch. Wenn wir die Burg ausbauen wollen, brauchen wir eine Menge Emeralds. Habe ich jetzt alles. Oh, wer ist denn da? Schön, dass du schon da bist. Die nächste Anlaufstelle wäre ja das Waldlager. Der Punkt ist allerdings, wir wissen nicht so ganz, wo die anderen hin, wo sie den Koch hin verschleppt haben. Ich würde vorschlagen, wir nehmen jetzt das Waldlager noch direkt auseinander und dann bauen wir ein bisschen und checken nebenbei die Umgebung, dass wir herausfinden, wo der andere ist. Ich würde auf dem Weg zum Waldlager da noch in so einem kleinen Lager vorbeischauen, wo sie sich früher mal gesammelt haben. Vielleicht sind sie dort. Was ich jetzt noch zuvor tue, ist, wir düsen mal runter zu den Holzfällern und kaufen uns ein bisschen Holz. Es ist jetzt Nacht, wir probieren es mal zu schlafen. Runter zu den Holzfällern und die ersten Emeralds in Holzbaumaterialien investieren. Das wollte ich nicht. Nein, das wollte ich. Oh nein. Ich wollte doch auch noch Fichten. Oh nein. Ja, frag nicht. Frag einfach nicht. Wir nehmen wieder ein Totem mit. Das hat beim letzten Mal schon gut Wunder geholfen. Und dann rücken wir aus Richtung Waldlager. Wir klappern aber, ich glaube, da noch das Lager ab und schauen, ob sie dort den Koch hin verschleppt haben. Hör niemanden. Aber es ist noch jemand da. Sehr gut. Den hätten wir. Noch jemand? Das war nur noch ein Vereinzelner, den sie hingeschleppt hat. Hier ist sonst nichts mehr. Schade, ich hatte gehofft, dass wir den Koch hier finden. Da sehe ich doch den Bogner, eindeutig. Aber keinen Zauberer. Was hier an sich ganz angenehm ist. Dann schalten wir mal hier so ein paar Halunken aus. Wir bräuchten eigentlich einen Lava-Eimer. Das wäre einfach hervorragend. Und sie haben mich alle gesehen. Da oben ist einer. Oh, der schießt daneben. Einen nach dem anderen nehme ich hier auseinander. Ich würde gerne den einfach nur befreien und dann davonlaufen. Wieder einen. Der auf die Füße. Boah, das hätte ganz knapp böse enden können. Viele Rüstung habe ich ja nicht mehr. Hallo, ich grüße dich. Ah, Kroko, ihr seid. Vielen Dank, dass ihr mich rettet. Kein Problem. Und ich sehe gerade hier, kommt eine ganze Truppe Soldaten anmarschiert. Ich mache mich flink aus dem Acker. Wir nehmen da schnell alles mit, was da ist. Und dann sind wir auch schon weg. Zur Burg. So, guten Morgen. Jetzt wäre die spannende Frage. Hat's der Bogen auch schon auf die Burg geschafft? Ach, guten Tag. Gott sei Dank. 2 neue Leute auf der Burg. Ich gehe zum Steinbruch. Noch besser, ich könnte zum Steinbruch reiten. Ich krieg nur keine größere Tür in meine Burg, weil ich das ganze... wir haben Gott sei Dank noch ein bisschen Spruce Wood. Und wir haben noch eine Spruce Tür. Fantastisch. Dann kann ich das Tor vergrößern und wir können Erna mit zum Steinbruch nehmen. Ich setze die Tür hier rein und setze das dran. Und jetzt sollten die Dorfbewohner nicht raus können, aber wir sollten mit Erna rausreiten können. Erna, hast du Lust auf einen kleinen Ausritt? Natürlich hast du Lust. So, da sind die gute Erna noch nicht angekommen und wir kaufen gleich mal ordentlich Stein ein. Weißt du was, wir verballern alles Stein. Ich check mal kurz den Briefkasten. Oh, tatsächlich. Belohnung Räuberlager 64 Emeralds, Belohnung Räuberlager 42 Emeralds
Nice. Dann haben wir auch noch mehr Emeralds, falls uns die Steine nicht reichen. Beziehungsweise können wir mal schauen, ob wir bei unseren Dorfbewohnern auch das ein oder andere traden können. Ein weiteres Gebäude ist dazugekommen. Es ist ziemlich ähnlich zu dem hier drüben geworden, ein bisschen höher. Von der Grundform ähnlich, hat allerdings hier vorne noch einen Bereich raus, wo ich noch nicht so ganz weiß, wie ich damit umgehen soll. Was hier passiert, weiß ich aktuell noch nicht 100%. Ich habe schon Ideen. Und zwar den Koch würde ich sehr, sehr gerne hier oben arbeiten lassen, irgendwo hier. Da müsste ich mir nur überlegen, dass man hier vielleicht noch irgendwo einen Kamin für einen Küchenofen anbringt, weil hier, das war ursprünglich als Küche geplant, da läuft der Kamin raus für Schmiede etc. Aber irgendwie fände ich es gut, wenn hier so ein kleiner Tisch drin steht. Und dann habe ich mir gedacht, den Bogner könnte ich hier hinten reinpacken. Dafür würde ich einfach hier einen Durchgang bauen. Und durch dieses Zimmer raus hier hinauskommt. Hier ist dann Schmiede. Da haben wir die zwei Schmiedeöfen drin. Hier würde ich Rüstungsschmiede und Waffenschmiede reinbauen. Ursprünglich war es gedacht, eine hier, eine da. Aber gerade bin ich am Überlegen, ob man hier schon wieder irgendwas anderes, was vielleicht in Zukunft noch kommt, dann einplant. Da haben sich zwei gefunden. Schaut mal, die wollen sich der Arbeit entziehen. Kann ich ein bisschen nachvollziehen. Gute Nachrichten, ihr zwei Bootsitzer. Ich bin fast fertig mit eurer Behausung. Ich werde sie jetzt auch gleich mal aus ihrem Boot befreien. Und dann schauen, ob sie gleich wissen, wo sie arbeiten. Und wie sie es wissen. Beide sofort gecheckt. Er arbeitet hier, der andere Kollege arbeitet da. Ey, ihr seid euch einig. Und jetzt eine Runde quatschen. Perfekt. Ich habe auch mal angefangen, hier drüben den guten Kollegen ein bisschen zu leveln. Und jetzt verkauft der Diamond Host. Ganz ehrlich, wir werden nicht so ganz warm. Hier habe ich noch ein paar Kindersicherungen angebracht, weil man bei Dorfbewohnern ja nie so ganz weiß. Und jetzt müssen wir hier hinten schnell fertig machen. Genau, weil deren läuft nämlich schon ganz schlechte Wege. Naja, was soll ich sagen? Ich habe vergessen, die Timelapse laufen zu lassen. Aus dem Grund bekommt ihr von mir jetzt eine kleine, feine Kamerafahrt, um mal einen Überblick über die Burg zu bekommen. Den Bereich hier, den muss ich nochmal umgestalten. Da bin ich noch nicht ganz fertig geworden. Und zwar haben wir hier mehr Platz gewonnen. Schaut mal. Das heißt, wir können hier die Unterkünfte etwas größer gestalten. Zu guter Letzt können wir auch noch eine Etage höher gehen und kommen jetzt von unserem Gesandten aus direkt hinüber in den großen Saal mit Besprechungsbereich etc. und angrenzender Burgküche, die auch natürlich einen kleinen Kamin hat. Wir vermissen natürlich noch einen weiteren Dorfbewohner. Auf die Suche nach ihm sollten wir uns jetzt unbedingt begeben. Und mal schauen, wir klappern einfach alle bestehenden und bekannten kleineren Lager ab und schauen, ob wir in einem der Lager den Koch finden. Das erste, was ich abklappern möchte, ist das kleine Lager dort vorne. Aber ich vermute mal, dass da nichts ist. Da wäre uns wahrscheinlich schon früher oder später ein Käfig aufgefallen. Bogen habe ich dabei, Pfeile auch, was zu essen auch. Spärliche Rüstung wie immer, aber hier unten ist tatsächlich niemand. Nächstes wäre hier oben in der Felsspalte. Da war auch noch eins. Das klappern wir auch noch ab, würde ich sagen. Da ist ein Käfig. Yep, und da ist ein Koch. Dann würde ich sagen, stürzen wir uns ins Getümmel. Werter Herr Koch, ich könnte Sie auf der Burg gebrauchen. Ah, danke Kroko fürs Retten. Natürlich, ich war schon auf dem Weg zu euch. Fantastisch, und damit einen Bewohner auf der Burg mehr. Oh, schaut mal, der ist sich umgezogen, der Waffenschmied, und verkauft jetzt ein Schwert. Okay, der Bogner auch. Oh, und verkauft Pfeile. Das ist tatsächlich etwas, was unglaublich wertvoll ist. Holen wir den Rüstungsschmied, dafür nehme ich ein paar Emeralds mit, denn wir werden zur Eisenmine aufbrechen. Zur Eisenmine führt aktuell noch kein richtiger Weg. Aus dem Grund würde ich sagen, lassen wir die Tiere derweil hier und gehen zu Fuß. Und da ist sie, die Eisenmine. Ich werde gleich mal dem Rüstungsschmied mitteilen, dass er jetzt in der Burg arbeiten kann. Ihr könnt bei mir in der Burg jetzt Rüstungen schmieden. Wäre echt super. Ha, das hört sich gut an. Ich mache mich gleich auf den Weg. Während der Gute jetzt zur Burg aufbricht, werde ich noch einmal in die Mine gehen und mir das ein oder andere Eisen schnappen.
Ja, hallo. Ich gehe heute mal ein bisschen tiefer in die Mine und kaufe mir das feine Eisen hier hinten. Also 38 Eisen, das muss reichen. Mehr geben wir nicht aus. Danke, die Geschäfte waren echt super. Und wenn ich schon auf dem Weg bin zur Burg, schaue ich nochmal hier an der Farm vorbei. Das ist ja definitiv einer der Bereiche, die ich demnächst für mich zurückerobern möchte. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Von der Perspektive hier sieht man immer nur die Ravager. Aber die Hauptarmee, die sich hier am Farmplatz ansammelt, die sieht man immer nicht. Aber wenn ich angreife und sie sind eingezäunt, könnte ich Glück haben. Das könnte gut enden. Ich bin so froh, dass wir den Weg hier gemacht haben. Damit kommen wir schon flotter voran. Früher oder später brauchen wir noch einen Weg, der die Burg mit der Eisenmine verbindet. Aber ich persönlich finde, der Weg sollte über die Farm dann gehen. Jetzt haben wir aber Post. Das ist schön. Was haben wir denn? Post für Kroko von Opa Kroko. Und wir haben ein Paket. Da schauen wir auch noch rein. Meine erste Frage wäre... Oh, die zwei Dorfbewohner hier sind... Ah, Burgbewohner... Okay. Wir haben jetzt zwei Burgbewohner. Der Waffenschmied ist fleißig am Arbeiten und... Oh, Rüstungsschmied, du bist auch hier. Und bietet auch schon Ware an. Schaut nicht schlecht aus. Helm kann ich gut gebrauchen. Brustpanzer, aber er ist schon ein Stück weit entwickelt und Eisen... Das, wir sollten ein bisschen Eisen, dafür habe ich es ja da. Herrn Helm nehmen wir mit. Und schauen mal, was er uns jetzt als nächstes anbietet. Perfekt. Es geht in die absolut richtige Richtung. Dankeschön, ich komme wieder. Bevor wir uns jetzt aufmachen zum Gesandten, lesen wir den Brief von Opa Kroko. Ich bin schon neugierig. Servus Kroko. Oma hat sich sehr gefreut, dass du die Kapelle zurückerobert hast. Jetzt wird es höchste Zeit, dass du die Farm befreist. Wenn dir das gelingt, kannst du endlich damit anfangen, große Truppenverbände auszubilden und sie mit Nahrung versorgen. Oma und ich haben gespart und dir zwei Elite-Truppen geschickt. Ich hoffe, das hilft dir. Viel Erfolg, dein Opa. Alles klar. Opa möchte unbedingt, dass ich die Farm zurückerober. Das trifft sich gut. Ich will auch die Farm endlich zurückerobern. Das ist heute definitiv unser Hauptplan. Die Farm gehört am Ende uns. Koste es, was es wolle. Ah, das sieht doch hervorragend aus. Wir können zweimal Elite-Truppe bauen. Bevor wir allerdings genau planen, wie wir die Farm zurückerobern, machen wir uns auf zum Gesandten und schauen, ob der König heute auch für uns eine Aufgabe parat hält. Seid gegrüßt, Crocodile Andy. Der König wünscht, dass ihr lernt, Truppen auszubilden. Ich habe den zwei untätigen Bewohnern bereits neue Klamotten gegeben. Kümmert euch aber bitte um ihre Ausrüstung. Macht am besten einen Armbrustschützen und einen Schwertkämpfer aus ihnen. Kein Problem, mach ich gern. Sonst noch was? Damit ihr in Zukunft schnell agieren könnt, solltet ihr die Wege von der Burg noch etwas ausbauen. Zwei Truppen ausbilden? Wie bilde ich denn Truppen aus? Ich sehe schon, das ist wohl etwas, was ich noch lernen muss. Also er hat gesagt, einen Schwertkämpfer und einen Armbrustschützen würde er haben wollen. Ich habe hier ein Schwert und ich habe hier eine Armbrust. Aber möchtest du vielleicht ein Schwertkämpfer werden? Nein? Und ein Armbrustschütze? Tatsächlich, er wäre lieber ein Armbrustschütze. Und wie ich sehe, patrouilliert er schon durch meine Burg durch. Das gefällt mir. Ich kann ihm noch Rüstung geben, das sollten wir auf alle Fälle tun. Und irgendwie was zu essen. Möchtest du Brot... Ey, Kollege, möchtest du Brote... Ah, du gehst trainieren, das finde ich gut. Möchtest du Brote haben? Ich gebe dir einfach mal 10 Brote. Ob der Pfeile braucht? Wir werden es herausfinden. Also, ich habe jetzt schon ein bisschen was verstanden. Armbrustschützen brauchen wir einen. Da sind wir dabei. Ich vermute, das gilt erst, wenn der eine ordentliche Rüstung hat. Hier wäre ein Waffenschmied. Hier könnte ich schon mal ein Schwert kaufen, was sogar noch besser ist als das Schwert, das ich habe. Zuallererst sollte ich aber überlegen, wie ich meine Truppen ausrüsten kann. Ich meine, ich kann sie hier ganz einfach mit einer Eisenschuhen und einem Eisenhelm ausstatten. Dann fehlt aber immer noch Hose und Rüstung. Du bekommst von mir... einen Helm und einmal Schuhe. Das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Jetzt brauchen wir nur noch einen Panzer und eine Hose. Aber Hosen sind sehr, sehr teuer und Panzer werden noch gar nicht angeboten. Aber ich würde sagen, wir gönnen uns schon mal eine Hose für den Schützen und sollten auch drüber nachdenken, dass wir uns vielleicht entsprechend einkleiden. Deswegen, guter Rüstungsschmied, schaue ich mal, was ich an Emeralds noch habe. Nicht mehr viel, aber ein bisschen was... um noch eine Hose für mich zu ersteigern und Schuhe für mich zu ersteigern. Das heißt, ich bin schon mal zur Hälfte Diamant. Dankeschön. Und immer, wenn es teuer wird, schaue ich, wo es Möglichkeiten gibt, den ein oder anderen Emerald dazu zu verdienen. Wenn wir die Farm einnehmen, bekommen wir 90 Emerald und können uns wieder Neues leisten. Wir könnten allerdings auch in einem kleinen Scharmützel
versuchen, die Holzfäller heute schon auseinanderzunehmen und hätten dann die Möglichkeit, vielleicht dort auch den ein oder anderen Emerald zu bekommen. Wir gehen aber ein Problem nach dem anderen an, beziehungsweise wie immer alle gleichzeitig. Und aus dem Grund kümmere ich mich jetzt zuallererst mal noch um die Wegführung. Ein bisschen aufpassen muss ich hier, ich bin jetzt ganz nah an der Hauptverkehrsachse zwischen Farm und Ostdorf. Beide Städte gehören noch den Räubern, aber die Farm hoffentlich nicht mehr lange. Ah, Coco, gut, dass ihr reinschaut. Ich habe mein Sortiment ein wenig angepasst. Ja, gut, okay. Also, es ist jetzt nicht optimal, aber wir können immerhin Hosen kaufen und du bist mit den Preisen runter. Bester Mann, ich gehe mal ein paar Emeralds holen, um ein bisschen Ausrüstung anzuschaffen. Und zwar haben wir jetzt, aber Hosen habe ich doch schon genug. Eine brauche ich noch. Und einmal Schuhe nehme ich auch. Ich suche jetzt erstmal den zweiten Burgbewohner hier und sage, dich hätte ich sehr, sehr gerne auch zu einer Wache. Und dieser Wache geben wir dann ein Eisenschwert, dann die wunderbare Ausrüstung und jetzt fehlt noch Helm und Brustpanzer. Immerhin verkauft der Waffenschmied jetzt Eisenäxte, da habe ich mir mal eine geholt. Und ich glaube, uns bleibt nichts anderes übrig, als eine kleine Exkursion zu machen und die Holzfäller auseinanderzunehmen. Hier ist immer ein guter Punkt, um sich an die Holzfäller ranzuschleichen. Wir sind jetzt hinter dem Ostdorf sogar, also östlich des Ostdorfs, und schleichen uns jetzt von oben und hier hinten so an die Holzfäller ran. Oh, hier haben wir einen guten Blick. Und es sind zwei Magier. Die würde ich gerne zuerst ausschalten. Nein, ich wurde entdeckt. Oh Gott, nicht sie weg. Das ist ja unmöglich. Wenn man sie trifft, lassen sie sich gut ausschalten. Wenn man sie nicht trifft, hat man keine Chance. Okay, ich muss irgendwo hin, von wo aus ich die Zauberer sehe. Und da muss ich die Zauberer ausschalten und mich Stück für Stück um die Wechseln kümmern. Das hilft nicht, da sind sie schon wieder. Komm schon, die Magier müssen dran glauben. Oh, ey, wo sind die Magier? Totem hat gekickt, wir müssen weg. Es hilft nichts. Wir haben keine Chance. Was ist denn da los? Yes! Bevor er die Wechsel beschworen hat. Bin mich jetzt erst nochmal zurückgezogen. Tagsüber sehe ich nämlich jetzt wieder mehr. Yes! One hit. Mal ein bisschen vorschädigen. Zack. Zack. Und dann gehen wir rein. Ich glaube, wir haben sie. Totem nehme ich gerne. Ah! Und für das andere war ich schon zu langsam. Nein, doch! Zwei haben wir. Perfekt. Ja, Jungs, ihr seid irgendwie im Wasserfall verloren gegangen, ha? Huh? Die haben wir mal ausgeschalten. Seht ihr das auch gesehen? Bei deren Namen stand dabei Räuberhauptmann. Ich habe das Gefühl, ich habe hier irgendwas Wichtiges auseinandergenommen. Deswegen waren sie wahrscheinlich auch so krass drauf. Da sind so viele Wächs rausgekommen. Sie haben sich hier auch eingenistet. Ist in den Kisten was drin? Durchaus. 19 habe ich schon so. Ich bin 14 bin ich angekommen, ne? Schauen wir mal, was wir da so looten können. Da ist auch noch... Was, wir nehmen die ganzen Betten mit. Nicht, dass die wiederkommen und sich hier einnisten. Das war eine dicke Beute. Aber das lag an den ganzen Räuberhauptmännern. Jetzt aber nichts wie weg und zurück zur Burg. Da bin ich in der Burg und ich bin beim Rüstungsschmied. Denn den müssen wir irgendwie nach oben bekommen. 10 Emeralds. Aber ich glaube, das ist die beste Möglichkeit, um den auf eine Rüstung hochzuleveln. Und mir ist aufgefallen, wir haben gar nicht am Briefkasten vorbeigeschaut. Weil mit etwas Glück könnten wir auch jetzt schon unsere... Ja, ich glaube, unser Kopfgeld ist drinnen. Ey, 40 war total unterbezahlt, aber wir nehmen, was wir kriegen können, weitere 40 Emeralds. Wir haben ja auch im Lager zum Glück ein paar gefunden. Und da hat er seine Trades aktualisiert. Oh, ich muss echt noch zweimal Schuhe kaufen, wirklich. Na gut, jetzt mach dein Update und hab bitte günstige Rüstungsplatten für uns. 27 ist nicht günstig. 1, 2 und es reicht nicht für eine dritte. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass der Armbrustschütze keinen Diamantbrustpanzer braucht. Ich glaube, ich gebe dem hier tatsächlich einfach eine Lederrüstung, damit er eine hat, sonst hat er gar keine. Das ist immer noch besser wie gar keine. Und diesen Kollegen hier, dem drücke ich definitiv hier aufs Auge. Und jetzt brauche ich noch 2 Helme theoretisch, aber das wird wieder finanziell nichts werden, vermute ich. 9? Ja, doch tatsächlich. 2 Helme werden es noch. Einen Helm für mich und einen Helm für ihn hier. Damit ist der ziemlich gut ausgerüstet und der hier kriegt noch Diamantschuhe von mir. Zack, hat er. Gesandter, ich habe eine Frage. Die Burgbewohner sind ausgerüstet.
kann ich sie gleich auf eine Mission mitnehmen, die Farm zu befreien. Das habt ihr gut gemacht. Natürlich könnt ihr die zwei gleich mit auf eure Mission nehmen. Sie folgen dir aber nur, wenn du eine motivierende Rede schwingst. Ach ja, und kümmert euch zuvor noch um die Wege. Der König wird erfreut sein, wenn die Farm wieder in unseren Händen ist. Viel Erfolg! Während sich in der Burg alle mental darauf einstellen, dass es jetzt gleich ordentlich krachen wird, bauen wir noch die letzten Weganbindungen und stürzen uns dann ins Gefecht. Schaut mal, ich pack noch das königliche Banner auf mein Schild. Ah, hat doch gleich was. Mir wurde gesagt, ihr zieht mit mir in den Kampf, wenn ich nur eine wunderbare Rede schwinge. Soll ich eine Rede schwingen? Ich stelle mich mal da oben hin. Also jetzt, wo ihr beide ja mehr oder weniger da seid, könnt ihr mir mal kurz zuhören? Ich habe noch nie wirklich so eine Kampfrede gehalten, aber ich versuch's. Ich erzähl's jetzt dir, weil dein Kollege hört nicht... Sie wollen mich nicht anhören. Die Räuber haben uns nach und nach alles genommen. Erst die Farm meines Opas, die ich mit meinen eigenen Händen aufgebaut habe. Und dann zündeten sie unsere Heimat, das Dorf in den Bergen an. Nun ist die Zeit gekommen, in der wir uns alles wieder zurückholen. Stück für Stück. Also auf zur Farm! War die Rede begeisternd genug? Habe ich Chancen, sie mitzunehmen? Ich habe den Hero of the Village-Effekt. Und ich habe einen begeistern können. Das ist gut. Dann nehmen wir noch das Paket von Opa mit. Die Sonne ist bereits am Aufgehen und wir nutzen die neuen Wege, um zur Farm zu kommen. Mein Plan ist es, erstmal ein wenig auszukundschaften, wo sich welche Truppen befinden, damit ich am besten weiß, von welcher Ecke aus ich am einfachsten zuschlagen kann. Ich weise den Truppen mal an, hier auf mich zu warten. Und dann schaue ich mir das Szenario hier genauer an. Weil hier wimmelt es nur so von Gegnern. Und mein Plan wäre jetzt irgendwie die Magier möglichst schnell und einfach auszuschalten. Die zwei Elite-Truppen würde ich gerne zuallererst in den Kampf schicken. Und dann kommen wir mit den anderen zwei rein und holen uns den Rest. Ja. Boah, das ist ja ein brutales Gemetzel. Ich glaube, da werden wir nicht allzu weit kommen hier. Vor allem, weil die Magier immer noch leben. Und die Magier sind das, was zuallererst eigentlich erst ausgeschalten werden müsste. Mein Totem hat schon reingehauen. Oh nein. Aber eine Magier haben wir geschafft. Wieder einer. In Bewegung bleiben, in Bewegung bleiben. Ja, ja, ich gewinne diesmal, nicht ihr. Ich hab wieder einen. Nice. Ah, die Elite-Truppen sind leider sofort draufgegangen. Bei den ganzen Plagegeistern brauche ich meine Truppen gar nicht erst holen. Yep, leider hat er wieder einen neuen geholt. Aber hier gibt es neue Totems. Die nehme ich natürlich gerne mit. Und wir sind schon wieder unterwegs. Nope. Wir sind schon wieder kurz vorm Draufgehen. Geht mal aus dem Weg. Mit euch will ich nichts zu tun haben. So, diese Kampftaktik hätte ich meinen Dorfbewohnern einfach noch nicht zugetraut. Die müssen sie leider noch erlernen. Aber wir können euch jetzt mal entsprechend gut ausstatten. Schaut mal. Und wir nehmen den Rest jetzt hier definitiv auseinander, Stück für Stück. Zack. So stelle ich mir das vor. Weiter rein hier. Die letzten. Da ist ein Spawner. Haben wir. Ich denke, wir haben sie überrascht. Sonst hätten sie ihre Biester auch noch freigelassen. Das hätte alles andere als gut geendet. Den wollen wir natürlich auch loswerden. Die Aufgabe wäre erledigt. Ziemlich geschunden. Aber trotz alledem haben wir die Farm zurückerobert. Gesandter, seid gegrüßt. Seid gegrüßt, Crocodile Andy. Weitere Freiwillige haben sich auf der Burg eingefunden, um an eurer Seite gegen die Räuber zu kämpfen. Außerdem lässt der König euch wissen, dass er euren Schmieden aufgetragen hat, auf Kosten von seiner Majestät Ausrüstung für eure Truppen zu produzieren. Das hört sich ja sehr gut an. Dann werde ich mal sehen, wie sie damit vorankommen. Tut das. Allerdings möchte der König, dass ihr die Burg weiterhin verstärkt und um einen Verteidigungsturm erweitert. Alles klar. Noch einen Verteidigungsturm? Lässt sich auf alle Fälle einrichten. Hier ist ja richtig was los. Da ist schon eine Miliz angetreten. Ey. Hier unten ist ja der Teufel los. Wie viele Leute haben sich denn hier eingefunden? Was haben wir hier noch, eine Miliz? Ey, die sind echt bitterschlecht ausgerüstet, okay? Okay, aber ich bin froh, dass ihr da seid, wirklich. Ah, Rüstungsschmied, grüß dich. Wie läuft's bei dir mit den Ausrüstungsgegenständen?
Der König hatte mir einige Diamanten versprochen, aus denen ich Rüstungen fertigen sollte. Leider sind sie bisher nicht eingetroffen. Vielleicht könnt ihr schauen, wo sich die Truppe mit der Lieferung befindet. Sie wollte über die Straße vom Steinbruch kommen. Die Truppe mit der Lieferung Diamanten ist noch nicht da. Und das bei so vielen Räubern, das hört sich nicht gut an. Ja, ich werde auf alle Fälle nachschauen gehen. Überhaupt kein Problem, ich kümmere mich drum. Und Kollege Waffenschmied, wie sieht's bei dir aus? Wie kommen deine Arbeiten voran? Ich bin für eine große Lieferung Eisen zuständig. Allerdings meinte der zuständige Minenarbeiter, dass er sie mir nicht liefern kann. Vielleicht könnt ihr einmal nachsehen, wo das Problem liegt. Und damit haben wir zwei neue Aufgaben, die sich beide jetzt nicht so anhören, als wären sie so ultra kompliziert. Aber mit den Diamanten, das könnte noch Probleme geben. Deswegen möchte ich diese Aufgabe auch zuallererst angehen. Möchte nur vorher eine Kleinigkeit tun, die mir hier schon die ganze Zeit am Herzen liegt. Ich möchte Erna und den alten Gaul in den größeren Stall hier drüben umsiedeln sozusagen. Haben jetzt doppelt so viel Platz. Ich glaube, das tut ihnen schon gut. Futterkrippe ist auch deutlich größer geworden. Und der Platz finde ich auch. Den Platz finde ich deutlich passender. Auch wenn das hier näher am Tor war, fand ich den einfach zu klein. Und wie wir das Gebäude nutzen, bisher noch keine Ahnung. Aber vielleicht ergibt sich da früher oder später mal was. Dann haben wir hier noch ein Wohngebäude oder ein Gebäude mit Nutzung. Ah, da fällt mir ein, das habe ich extra im Inventar gelassen. Wir müssen unbedingt neue Pfeile beim Bogner kaufen. Ja, ich investiere alles in Pfeile. Und dann brechen wir auf. Es hieß, wir sollen den Weg zum Steinbruch Richtung, also den Weg Richtung Steinbruch gehen, die Erna mitnehmen sollte. Ja, komm, wir nehmen die Erna. Alter Gaul, du bist auch wieder dran, aber jetzt ist die Erna erstmal ganz gemütlich mit dem Eselchen. So, jetzt sind wir bald am Steinbruch. Hier noch über die Kuppel. Und da... Das sieht auf den ersten Blick gar nicht gut aus. Was ich spannend finde, es liegen hier Diamantdinge rum. Einzelne Diamanten. Es liegen Diamantschwerter und es gibt eine Blutspur, die hier wegführt. Die Kiste ist wahrscheinlich leer, wollte ich gerade sagen. Da sind fast 3 Stacks Diamanten drinnen. Okay, also das sieht mir schwer nach der Diamantlieferung aus, die wir einsammeln sollten. Dann sammeln wir doch mal gleich ein, was hier so rumfliegt. Oh, schau mal. Der ist sicher für mich. 3 Stacks und der ist sicher für mich. Und es liegen hier Ausrüstungsgegenstände rum. Warum auch immer. Hier liegt eine Armbrust. Halt, die nehmen wir mit. Also irgendwie sieht es hier aus, als wären hier ein paar Soldaten hops genommen worden. Aber von irgendwem oder irgendetwas, das sich nicht für die Beute entschieden interessiert hat, dann können das eigentlich nicht die Räuber gewesen sein. Ich meine, prinzipiell könnte ich sagen, ich habe, was ich will. Aber nur für den Fall, dass es irgendwo Überlebende gibt, checken wir diese Blutspur aus, die hier lang führt. Nicht, dass sie hoch zur Kirche führt. Oh, da rein. Okay, wo sind wir denn? Oh, das schaut ja cool aus. Doch ein Räuber? Das kann ja fast nicht sein. Oh, der war schon schwer verletzt. Den habe ich mit einem Schlag ausschalten können. So habe ich mir das vorgestellt. Oh, weia. Oh, weia. Oh nein, das kommt mir ganz arg bekannt. Natürlich. Na, natürlich. Ach, 2! Ja. Betäubt. Oh Gott, da hat es mich erwischt. Wieso ist das so stark, ey? Oh, ich muss was essen. Ich bin einfach noch nicht... Ah, gut, dass ich ein Schild dabei habe. Ja, eine Bestie haben wir. Oh, weia, ich brauche echt ein neues Schild. Dieses Mistviech. Jetzt habe ich kein Schild mehr. Stirb, du Bestie! Okay. Das wäre geschafft. Noch mehr Sattel. Und hier ist nichts zu holen. Das hat sich ja mega rentiert. Okay, keine Überlebenden mehr. Das ist schade. So, Erna, nicht böse sein. Ich weiß, das Wetter ist schlecht, aber jetzt komm. Los geht's. Werter Rüstungsschmied, hier Ihre versprochenen Diamanten. Dankeschön. Ich mache mich sofort an das Schmieden der Rüstungen. Super, perfekt. Das wäre geschafft. Die Diamanten sind aus meinem Inventar verschwunden. Und wir können uns den weiteren Aufgaben widmen. Wir müssen noch nach der Eisenlieferung schauen. Bevor ich nach der Eisenlieferung schaue, möchte ich aber die Aufgabe des Königs auch noch, möchte ich die Aufgabe des Königs nicht vernachlässigen. Sprich, einen weiteren Turm bauen. Wir haben hier einen Turm, wir haben hier hinten einen Turm und dann würde ich den nächsten Turm hier an die Stelle hinpacken. Dafür würde ich die Mauer ein bisschen abändern und ich dachte mir, wir haben jetzt da schon einen Holzturm, lass uns doch hier mal so einen Steinturm hinzimmern. Und der geht auch ein bisschen aus diesem ganzen, aus diesem Mauerring raus. Gut.
Guten Morgen, der Turm steht. Hier würde ich gerne noch eine Fackel anbringen, fällt mir gerade so auf. Hier, rechts oder links? Links. Konsequent wäre gewesen, das auch voll aus Holz zu bauen, aber ich habe hier irgendwie, fand ich, passt so ein Steinturm an die Ecke besser hin. Und man kann sich auch vorstellen, dass diese Burg Stück für Stück geupgradet wird und mit besseren Materialien versehen wird. Und deswegen hier einen soliden Verteidigungsturm aus Stein mit ganz klassisch Kroko-Maschikulations. Damit hätten wir die Turmaufgabe erledigt und können uns jetzt der nächsten Aufgabe widmen. Und die heißt nicht, hier innen drin zu schauen, ob man hier was einrichten kann. Auch da ist noch Platz für irgendwas. Nein, unsere nächste Aufgabe heißt es aufbrechen zur Eisenmine und schauen, was mit der Eisenlieferung los ist. Das heißt, wir reisen jetzt einmal von der Burg hinauf zur Eisenmine. Es schaut sehr friedlich aus. Jetzt checke ich mal ganz kurz die Mine, bevor ich irgendwas anders mache. Aber auch hier scheint aktuell alles friedlich zu sein. Keine Ahnung, warum die Eisenlieferung... Da steht aber recht viel Eisen. Warum kommt denn die Lieferung nicht an? Ah, Crocodile Andy. Schön, dass ihr vorbeikommt. Wir haben hier einige Brocken an Eisen liegen. Allerdings brauchen wir einen sicheren Weg, damit wir mit den Eseln das Eisen zu euch auf die Burg bringen können. Verbindet also bitte die Eisenmine mit dem Weg vom Steinbruch. In der Kiste hier rechts sollten noch einige Rohstoffe vom Minenbau übrig sein. Nutzt sie gerne. Wir kümmern uns dann um die Lieferung. Habe ich verstanden. Kiste hier rechts, von dir aus oder von mir aus? Von dir aus rechts. Alles klar, danke dir. Ja, wir nehmen einfach mal alles. Brauchen wir die Banner und so. Wir sind hier an unser erstes kleines Problem gestoßen, aber ihr seht schon, ich habe die Lösung schon angedeutet. Hier ist eine dicke, fette Schlucht, die möchte ich mit einer Brücke einfach und, ja, wirklich einer einfachen Brücke, so wie wir sie auch aus dem Bergdorf damals kannten, schließen. Jetzt noch den Anschluss an die Farm. Nachdem wir die Farm ja jetzt auch noch eingenommen haben, sollten wir sie ans Wegenetz anschließen. Da hat sich jetzt eine Menge Zeug in meinem Inventar angesammelt. Uiuiui. Ja, jetzt nichts wie Bescheid geben dem guten Eisenminenvorsitzenden, Vorstehenden, irgendwie so, dass der weiß, dass der seine Eisenlieferung jetzt weitermachen kann. Weil hier kommt er natürlich direkt weiter über den Weg hier vorne bis zur Burg. Ist eine ganz schöne Strecke. Gott sei Dank kümmert er sich um die Lieferung. Aber das wird er schaffen. Und hier sind auch noch zwei Eselchen, die er sich ausleihen kann. Dann mal geschwind zum Minenarbeiter vorher ein bisschen Inventar aufräumen. Ich lasse denen so die Dinge da, auf die ich jetzt nicht so viel Motivation habe. Es ist vollbracht. Vielen Dank. Ich werde alles für die Lieferung vorbereiten. Sie trifft bald bei euch ein. Damit ist unsere Aufgabe hier erledigt und wir können zurück auf die Burg. So, es ist bereits Nacht geworden, aber wir sind schon auf dem Rückweg zur Burg. Wird die Burg angegriffen? Tatsächlich! Oh Gott! Ich brauche die richtige Ausrüstung. Er hat mich gleich. Oh, und dann jetzt kommen auch noch Zombies dazu. Ich habe hier eine Burg zu ver... Und ein Ravager schon. Was ist denn hier falsch? Ich bin noch gar nicht ausgerüstet. Ich muss mich ausrüsten. Ich muss mich ausrüsten. Gib mir eine Sekunde Zeit zum Ausrüsten. Der Ravager ist echt hartnäckig. Und überall Monster und Zombies und Gegner und alles. Ich brauche ein bisschen Abstand. Ein bisschen Abstand. Gib mir ein bisschen Abstand. Ein bisschen Abstand. Kleines bisschen. Ich brauch die richtigen Gegenstände. Oh ja, ich habe meinen Abstand verspielt. Ich schaffe das. Boah, 1,5 Herzen nur noch. Ich brauche mein Totem. Wo ist das Totem, was ich... Oh, da liegt ein Emerald. Dankeschön. Oder ich renne in die Burg. Noch besser. Die sind überall. Von allen... Oh Gott, 2,5 Herzen. Schneller. Ich muss in die Burg. Ich nehme den Weg. Alarm. Wir werden angegriffen. Wir haben keine Glocke zum Läuten. Ihr seid ganz schön gechillt dafür, dass wir angegriffen werden. Ah, schaut mal. Eine Elite-Truppe ist auch noch eingetroffen. Ja, von hier oben lässt sich das Ganze deutlich besser regeln. Oh, wir müssen die Pfeile aufheben. Wir haben nicht so viele Pfeile. Wir haben aber einen Emerald, um neue Pfeile auch in Kampfzeiten zu holen. Der teilt viel zu stark aus. Flüchten! Oh Gott, das sind wieder so viele, die kleben. Mein Ausfall ist etwas gescheitert. Sehr gut. Wieder zwei weniger. Der hat mich in die Enge getrieben. Und ich habe ihn zerlegt. Du kannst mir mal gleich mithelfen, wenn du schon auf der Mauer stehst. Hier drüben sind die Feinde. Komm! Jetzt geht's los, jetzt kommen die Wächse. Die Wächse kommen. Wäre es möglich, dass meine Leute mir hier helfen?
Holt sie aus der Luft, die Mistviecher. Die schießen. Ich hatte gehofft, dass sie wenigstens die Wächse wegräumen. Ihr seid nur für den Angriff geeignet. Ihr seid nicht so Verteidigungsmonster, ne? Hab ich schon gemerkt. Die Pfeile haben wir noch einen. Ich gehe noch schnell zum Bogner. Während dem Kampf rüste ich mich beim Bogner neu aus, wenn ich ihn finde. Waffenschmied. Wo habt ihr den Bogner versteckt? 32 neue Pfeile, sehr gut. Was ist denn das? Oh Gott, was ist das? Ist das so ein Eis-O-Loger oder so? Was tut der? Ich sehe nichts mehr. Oh weia. Was zaubert der denn die ganze Zeit? Der hat auch einen Bogen. Hä? Okay. Der war gar nicht so schwierig. Willst du mich verarschen? Ich habe den doch gerade umgelegt. Ich habe den gerade ausgeschalten. Ich sehe nichts. Ich hasse das. Hab einen blind umgelegt. Ich hol dich. What? Was? Wieso sind denn so viele? Oh, was sind denn das für Halunken? Okay, dann halt einen nach dem anderen, würde ich sagen. Ich kann die gar nicht hauen. Okay, welcher von denen greift mich wirklich an? Der hier rechts, oder? Nein. Ich kann die nicht angreifen. Ha! Was ist? Haben wir es geschafft? Sieg! Wir haben die Burg verteidigt! Gott sei Dank, das ist nochmal gut gegangen. Wir haben Post, ich liebe Post. Hexenpost? Ich weiß nicht, ob ich Post liebe. Schauen wir einfach direkt rein. Wenn die Hexe ruft, dann musst du eilen. Dein Wort, es duldet kein Verweilen. Deine Schuld, du musst sie begleichen. Oder nie wieder von meiner Seite weichen. Komm zum Hexenstollen gehetzt, denn ich brauch dich jetzt. Ey, für mich hört sich das ein bisschen nach Drohung an. Ich schau mal lieber, dass ich die Beine in die Hand nehme und zur Hexe düse. Will natürlich nicht unvorbereitet sein, deswegen muss ich ein paar Kleinigkeiten noch machen. Ich nehme ein paar mehr Pfeile mit, den Rest lassen wir einfach so, wie es ist. Totem nehmen wir eins mit und bei ihm hier kaufen wir neue, frische Pfeile. Damit verlassen wir jetzt die Burg und reisen zur Hexe. Ein bisschen mulmig ist mir immer noch in diesem Hexenwald hier. Gleich da vorne sollte die Hexe wohnen. Und da liegt er vor uns. Der Hexenstollen. Ich würde sagen, gehen wir rein. Es hilft ja nichts. Da bist du ja. Was gibt es denn? Ich habe nur eine kleine Aufgabe für dich. Ich brauche folgende Zutaten. Verdorbene Büsche, die auf geschundenem Boden wachsen. Was ist denn geschundener Boden? Na, da, wo beinahe eine Hexe verbrannt wurde. Du meinst, da, wo beinahe du verbrannt wurdest? Naja, genau da. Aber du musst sie mit meiner Hexenschere abschneiden, sonst ist der Zauber verloren. Die findest du irgendwo in meinem Keller. Okay, finde ich. War es das schon? Natürlich nicht. Ich brauche noch ein Emerald-Erz, ein Tropfblatt, 6666 Likes und einen verzauberten Goldapfel. Willst du mich auf den Arm nehmen? Nein. Und woher bekomme ich das alles? Na, ganz einfach aus einer Lush Cave. Klar, weil diese besonderen Äpfel da auch wachsen. Ja, meinen Quellen nach müsste da auch so einer zu finden sein. Na, super. Und wo muss ich anfangen? Also den Höhleneingang solltest du bei 3996 minus 300 finden. Und jetzt husch, husch. Okay, ich pack's ja schon. So viele neue Aufgaben und eine schwieriger als die andere. Ich meine, irgendwas abschneiden und so, das sollte ja noch machbar sein. Aber ein verzauberter Goldapfel? Ich hoffe einfach, die Quellen der Hexe sind richtig. Das hier ist übrigens der Keller der Hexe, den ich ihr mal gebaut hatte. Und hier soll sich irgendwo eine verzauberte Schere befinden. Eine Hexenschere. Oh, was habt ihr denn da drinnen? Das sind echt allerlei Sonderbarkeiten. Ich habe die Schere gefunden. Ganz ehrlich. Hexenschere mitnehmen und los geht's. Ich würde sagen, wir suchen mal den Eingang zur Höhle, aber schnappen uns als erstes dieses komische Kraut von diesem verdorrten Boden. Und wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es eine Quest, die kann ich gar nicht lösen. 6666 Likes, das ist eine verrückte Zahl. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Ich vertraue da auf euch. Creeper. Oh nein, ich war zu langsam. Das hier, das ist die Stille. Das stimmt mit den Koordinaten überein und ein Creeper. Perfekt. Er hat mir den Höhleneingang freigesprengt. Und da sind noch mehr von diesen Biestern. Da müssen wir runter. Nicht jetzt, eins nach dem anderen.
Ich wollte nur wissen, wo der Eingang ist, dass ich das schon mal geklärt habe. Wo der geschundene Boden ist, das weiß ich tatsächlich. Da durfte ich die Hexe nämlich schon einmal vor der Verbrennung retten. Und es ist auch gar nicht weit von hier, nur über diesen Berg hinweg. Und da sehe ich auch schon Feuer. Und ich dachte, das wird ein Spaziergang. Ah, diese Räuber sind echt überall. Und da sehe ich schon wieder Magier. Ich hasse sie wie die Pest. Vorsichtig und leise. Jetzt haben wir einen guten Winkel. Es ist echt nicht so leicht. Jetzt aber. Und nochmal. Einer weniger. Er hat leider Wex beschworen. Ein Wex weniger. Schalt ihn aus. Yes. Wir haben es perfekt gemacht. Und der Tag bricht an. Der perfekte Zeitpunkt, um loszuschlagen. Komm. Wir schalten sie aus. Kommt ruhig her. Oh, es sind zu viele. Oh, das habe ich irgendwie unterschätzt. Hab wieder einen. Alles im Griff. Komm her. Ich muss Pfeile sparen. Man weiß nie, was noch kommt. Boah, der haut halt auch so rein mit seiner Axt. Oh, eine Bestie. Aber ich glaube, bis auf die Bestie ist hier echt Ruhe. Die verdorbenen Büsche wären ja dann theoretisch das hier. Wir nehmen mit, was wir finden können, oder? Das war der Ort, an dem die Hexe damals brutzelte. Verdorbener Busch. Hätten wir einen gesammelt. Gut, wir düsen weiter und schauen, dass wir jetzt in die Höhle gehen. Und das müsste hier sein. Stürzen wir uns in die Tiefen der Höhle. An der Lava rechts. Klar, dass ich es wieder schaffe, in die Lava zu laufen. Emerald Erz, sehr fein. Können wir auf dem Weg nach draußen mitnehmen. Okay, ich esse was und stürze mich in den Kampf. Es hilft nichts. Zum Angriff! Ja, der Creeper ist auf meiner Seite. Die Skelette nicht. Da ist noch einer. Ey, das ist ja vogelwild. Ein Tropfblatt. Ein Emerald Erz. Ist es da? Das sieht aus wie ein Spawner. Hat sie das gemeint mit goldenem Apfel? Ist da ein goldener... Das wäre unsere Chance. Aber wisst ihr, was mir gerade einfällt? Ich kann Emerald Erz nur abbauen, wenn ich eine Spitzhacke habe mit Behutsamkeitsverzauberung. Und das habe ich nicht. Oh nein. Eine Hexe kann doch zaubern. Die kann sicher unsere Sachen verzaubern. Das kriegen wir hin. Vielleicht haben wir auch Glück und im Spawner ist ein entsprechendes verzaubertes Buch. So, außer Gefecht. Und jetzt hat. Yes! Eine Sache wieder abgeschlossen. Und wenn das jetzt noch ein Behutsamkeitsverzauberungsbuch ist, dann haben wir Jackpot. Und Flame. Flame is lame. Okay, die Hexe hatte recht. Ihre Quellen waren gut. Das war jetzt nicht so kompliziert. Jetzt müssen wir irgendwie nur noch dieses Emerald-Erz in den Griff bekommen. Dann nichts wie raus und wir hoffen einfach, dass die Hexe uns unsere Spitzhacke entsprechend verzaubern kann. Vielleicht hat sie auch irgendwo so eine verzauberte Spitzhacke rumliegen. Schau mal, ich habe schon die ersten Zutaten. Sehr gut, aber wo ist der Rest? Ich kann das Erz nicht abbauen. Dafür brauche ich eine Behutsamkeitsspitzhacke. Kannst du mir eine verzaubern? Nein, für verzauberte Gegenstände bin ich nicht zuständig. Das macht der große Zauberer. Okay, und wo finde ich diesen ominösen großen Zauberer? Natürlich in seinem großen Turm im Nordwesten am See. Ich habe im Nordwesten noch nie einen großen Turm gesehen. Weil du immer falsch herumschaust. Und jetzt lass mir wieder meine Ruhe. Ist ja gut, aber du könntest mir auch mal ein bisschen mehr Infos geben und mich immer gleich rausschicken. Wenn mich meine Orientierung nicht ganz trügt. Wir müssten in diese Richtung, dann sollten wir früher oder später an einen See oder Fluss kommen. Werkbank gebaut, Boot gemacht, machen wir uns auf die Suche. Es hieß, am See steht dieser Turm. Die Hexe meinte, ich hätte immer falsch herumgeschaut. Vielleicht handelt es sich ja um einen umgedrehten Turm. Hier sehe ich nichts. Oh, hier scheint es auch noch See zu geben. Nichts. Fahren wir mal hier rüber noch weiter. Das sieht mir doch eher nach See aus hier. Aber auch hier keine Anzeichen eines umgedrehten Turms. Da ist was. Das könnte doch glatt das sein, wonach wir suchen. Das ist der Weg in den umgedrehten Turm. Kleines Jump'n'Run sollten wir hoffentlich hinbekommen. Alles im Griff. Boah, sowas hasse ich. Hat geklappt. Hallo? Jemand zu Hause? Hallo? Ich komm runter. Oh, schaut mal. Das sieht doch nach Verzauberung aus. Oh, großer Zauberer. Ich grüße euch, Fremder. Ich habe euch gefunden. Das ist mir eine große Ehre.
Was verschlägt euch in den umgedrehten Turm? Was mich zu euch in den Turm verschlägt? Ganz klar, ich brauche eine Spitzhacke mit Behutsamkeit. Ah, ich verstehe. Da kann ich euch helfen. Zuvor müsst ihr euch aber beweisen. Okay, ich muss mich beweisen. Ja klar, was muss ich machen? Tauscht eure Habseligkeit mit denen in der Kiste hier. Springt in die Tiefen und begebt euch bis ans Ende der Höhle. Wenn ihr dann 64 Redstone opfert, bekommt ihr, was ihr begehrt. Okay, meine Sachen da in die Truhe, ja? Viel Glück. Wir haben alles reingebracht, das sind die Items, die wir mitnehmen sollen. Und er hat wortwörtlich gesagt, springt in die Tiefen. Lachu! Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Und die ersten Monster sind schon auf dem Weg. Lass mal kurz schauen, was wir haben. Was haben wir? What? Was ist das? Was will ich damit? Ein Flammenwerfer? Eine Kampfangel? Willst du mich eigentlich... Und zum Essen Chorusfrüchte? Ich fühle mich echt auf den Arm genommen. Hier, Flammenwerfer. Wir müssen weiter in die Höhle rein, das passt mir gar nicht. Da kommen doch nur noch mehr Monster. Kann ich ihn auch irgendwie... Dann ziehe ich ihn aber nur zu mir her, dann muss ich ihn irgendwo in die Tiefe stürzen. Ich glaube, der Flammenwerfer ist mein bester Freund hier. Okay, danke für das Eisen. Und ich habe... Oh, ich muss die Rüstung anziehen. Was ist das für eine Rüstung? Schauen wir uns auch gleich an. Boah, der vermöbelt mich. Ich darf mich echt nicht treffen lassen von denen. Okay, fürs erste Mal den ersten Kampf lebend überstanden. So, ich nehme mal die Spitzhacke an mich. Und was haben wir jetzt alles bekommen? Also Chorusfrüchte zum Essen. Feuerzeug ist definitiv meine Nummer 1 Waffe. Kampfangel, keine Ahnung, was ich damit machen soll. Schild, sehr gut. Wir haben einen Zaubererhut mit Protection 2. Zaubererrobe, auch Protection 2. Zaubereruntergewand, Zauberer-Schuhe. Was ist das? Ah, das Licht im Dunkeln, okay. Und dann einen Heiltrank, das ist gut. Und Schadenstrank. Schadenstränke helfen mir aber nur gegen Creeper und Spinnen, soweit ich weiß. Gegen Skelette und Zombies bringt das gar nichts. Dann essen wir uns mal gesund, hä? Und wir suchen das Ende der Höhle. Oh! Da bringt jemand vielleicht sogar ein Schwert mit. Bringst du mein Schwert? Ah, natürlich nicht. Okay, wir müssen die Spinne loswerden. Weil den Zombie können wir gleich attackieren mit Heiltränken und uns nebenbei heilen. Aber die Spinne nicht. So. Uns geheilt und Zombie umgelegt. Ich verliere halt voll die Orientierung. Da sind wir hergekommen. Wir gehen weiter in die Höhle hinein. Oh, und Creeper können wir so zum Explodieren bringen. Oh, ich hätte Redstone fast vergessen. Ich gehe einfach drauf los, aber prinzipiell so... Hallo! Wo habe ich mich hin teleportiert? Hallo, grüß dich! Ja, welche Verzauberung habe ich auf der Spitzhacke? Unbreaking, ja, das ist gut. Okay, dann kann ich mit der auch zuhauen. Redstone. 64 Stück müssen wir eingesammelt haben. Ah, das kriegen wir easy hin. 36 haben wir schon. Das läuft hervorragend. Es sind wieder zu viele, ey. Von allen Seiten. Creeper, übernimm du. Übernimm du, Creeper. Übernimm du. Boah, ich bin fast kaputt. Oh nein, ich muss flüchten. Das sind zu wenige Leben. Lauf! Boah Gott, ey. Es sind einfach zu viele. Und da sind noch mehr... Ey, wie soll ich denn das jemals schaffen? Mit so wenig Herzen. Slalom. Und ich brauche irgendwo mal eine Pause. Ich habe mich eingebaut. Das war meine einzige Chance. Wieder ein Heiltrank verwendet. Wir müssen da irgendwie durchkommen. Es hilft nichts. Los geht's. Gerade einfach direkt vor mir zwei Skelette gespawnt. Komm, wir rennen nochmal. Wir versuchen die Run-Forest-Methode nochmal. Oh Gott, hat mich einfach direkt im Lauf erwischt. Und was ist denn da los? Da ist ja eine absolute Party. Oh, ich muss ja irgendwann nochmal Redstone abbauen. Wir haben noch nicht genug Redstone. Egal, wir laufen. Natürlich. Jetzt kommt noch so ein kleiner daher. Und da ist Redstone. Da geht's weiter. Aber ich will das Redstone da vorne haben. Ah, sehr gut. Der wäre außer Gefecht. Und ich sag noch, das wird keine Challenge. Von wegen 56. Das muss doch jetzt reichen. 64, perfekt. Ich glaube, ich habe das Ende der Höhle erreicht. Das sieht gut aus. Ja! Das Ende der Höhle!
Dann 64 Redstone hier rein und wir schauen, was passiert. Und wir wurden teleportiert. Wo bin ich denn hier? In einem Verzauberungsraum? Krokus Behutsame. Ich glaube, der Zauberer hat Wort gehalten. Wir bekommen, was wir brauchen. Und wo sind wir hier? Natürlich. Oh, großer Zauberer hat mich hier runtergeschickt, nur um dann in seiner Burg wieder aufzutauchen. Trotz alledem, vielen herzlichen Dank für die Spitzhacke. Gerne und gute Reise, Fremder. Und ich mach mich wieder vom Acker. Ciao. Da, den holen wir uns. Ah, wunderbar. Und jetzt aber nichts wie raus hier. Und ich bin schon auf dem Weg zur Hexe. Hexe, ich komme und ich habe auch, was du brauchst. Hier ist dein Emerald Ore. Wurden die Likes erreicht, dann kannst du gehen. Wenn nicht, wirst du auf ewig an meiner Seite stehen. Einige Tage und hoffentlich etliche Likes später, nachdem das letzte Video dank euch weit mehr als 6666 Likes bekommen hat, hat mich die Hexe auch wieder gehen lassen und so bin ich nun wieder auf dem Rückweg zu meiner Burg. Und wir haben Post, wie es aussieht. Lasst mich mal eben kurz den Briefkasten checken. Belohnung fürs Räuberlager? Oh, da wo wir für die Hexe das Kraut da geschnitten haben. Das muss auch ein Räuberlager gewesen sein. Nice, 40 Smaragde wieder eingeheimst. Das ist gut. Guten Morgen, die Sonne spitzt schon über die Mauer. Wir schauen, dass wir zum Gesandten raufkommen. Bin mir sicher, der hat uns schon vermisst. Seid gegrüßt, Krokodil Andy. Wo habt ihr euch denn herumgetrieben? Ihr seht etwas ungepflegt aus. Und auch die Rüstung scheint etwas mitgenommen zu sein. Am besten springt ihr erstmal irgendwo in den Fluss und wascht euch. Ihr könnt das bei der Farm eures Opas tun. Und auf dem Rückweg die Verpflegung mitbringen, die ihr unseren Truppen zur Verfügung stellen wollten. Zur Farm des Opas, alles klar. Und warum waschen? Oh ja gut, er hat recht, meine Rüstung ist schon ziemlich mitgenommen. Und irgendwie schaue ich auch nicht so ganz fresh aus. Naja, kleines Abenteuer, Herr Gesandter. Wenn ihr wieder da seid, schaut beim Rüstungsschmied vorbei. Er sollte bereits einiges an Rüstungen hergestellt haben. Beeilt euch etwas, wir haben noch viel zu tun. Herr Waffenschmied, Sie stehen ein bisschen im Weg, ich muss mir die Karte anschauen. Tatsächlich. Das Berglager hier oben haben wir eingenommen. Das war bei der Hexe in der Nähe. Das haben wir beim letzten Mal gemacht. Jetzt bleiben nur noch Ostdorf, Goldmine und Bergdorf. Wir machen definitiv gute Arbeit. Aber gute Arbeit heißt, unsere Aufgaben nachgehen. Und dafür werde ich jetzt als allererstes mein Inventar aufräumen. Denn beim letzten Abenteuer hat sich so allerlei angesammelt. Die Rüstung lassen wir noch an, weil wir nichts Besseres haben. Das Flamebuch wäre ja schön, wenn wir mit Opas alten Bogen früher oder später mal kombinieren. Schauen wir mal, was der Opa aus der guten Farm gemacht hat, ob dort schon wieder mehr los ist. Kleiner Zwischenstopp an alten, erfolgreichen Orten. Hier haben wir erfolgreich das Ebenenlager besiegt, die Räuber vertrieben, die Elitetruppe hält noch Wache. Kleine Brotzeit und dann gehen wir weiter Richtung Farm. Wir wollen aber noch vorher einen kleinen Abstecher machen im Teich, denn man hat uns gesagt, wir seien schmutzig, das heißt, wir müssen uns waschen. Da springen wir jetzt am besten einmal rein und kommen den Wünschen des Gesandten nach. Planschparty! Geht doch nichts über ein angenehmes Bad in einem frischen, kühlen Teich. Ja, wir glänzen in alter Pracht. Fantastisch. Rüstung wieder an, die könnte wirklich ein Makeover gebrauchen. Und merkt ihr das? So langsam kehrt die Idylle zurück. Ja gut, Ostdorf und Bergdorf, das sind noch zwei Dinge, die müssen wir unbedingt angehen. Ja, hallo, ihr lieben Farmer! Ich grüße euch. Und alle sind sie fleißig. Golem haben sie auch schon zur Hilfe. Eingesperrt haben sie sich auch schon. Sehr gut, sie sind fleißig. Oh, und hier ist es ein Ausrufezeichen. Da schauen wir gleich hin. Ich wollte nur mal kurz noch den Hofladen abchecken. Oh, hi. Zwei Leute, die hier arbeiten. Und es gibt wieder feinste Rüben, Wolle etc. Also die Farm scheint wieder tipptopp zu laufen. Checken wir mal, was hier geschrieben steht. Servus, Kroko. Wie mit dem König besprochen, habe ich dir hier einiges an Verpflegung bereitgestellt. Ich hoffe, das hilft dir. Ach ja, nur die Schweinekoteletts kann sich seine Majestät abschminken. Was würde Edgar dazu sagen? Stattdessen gibt es Ofenkartoffeln. Liebe Grüße, Opa. Was hat er uns denn hier reingepackt? Rüben, eine Menge Weizen und Ofenkartoffeln. Oh, also das sollte ja wohl für eine ganze Truppe reichen. Damit habe ich normalerweise mein Bergdorf ernährt mit der Menge. Das sieht gut aus. Ich hätte Erna mitnehmen sollen. Oh nee, wie transportiere ich denn das? Erna, warum habe ich Erna nicht mitgenommen? Ich gehe Erna holen. Einmal alles einsammeln und dann gehen wir Erna holen.
bei feinstem Schneetreiben zurück auf der Burg. Erna, Ausrittzeit. Oh, ich räume erst noch mein Inventar auf. Und dann hole ich dich, Erna, okay? Ich mache hier noch ein kleines Vorratslager. Da kommt Weizen und die Rüben rein. Zack. Und lass uns ausreiten. Gerade zock ich noch. Sind keine Räuber hier unterwegs. Da ist noch mal einer. Du kriegst auf die Mütze. Hat gemeint, er kann mich und Erna hier überfallen. Erna, ich habe alles im Griff. Alles gut. Nachdem es jetzt hier Nacht wird, nutze ich die Chance und übernachte nochmal in der Mühle. Dort habe ich schon lange nicht mehr übernachtet. Denn hier hat man den wunderbaren Blick jetzt. Halt. Nach Osten, wenn die Sonne aufgeht. Guten Morgen, guten Morgen. Solltet ihr das Projekt Minecraft Farm noch nicht kennen und noch nicht gesehen haben, schaut einfach mal nach der entsprechenden Playlist, oben rechts in der Ecke verlinkt. Dann könnt ihr das auch noch anschauen. Das nehmen wir mit. Oh, wisst ihr was? Wir nehmen alles mit einfach. Und die Erna beladen. Jetzt hätte ich sogar alles selber tragen können beim zweiten Mal. Aber mit Erna sind wir auf alle Fälle schneller unterwegs. Und deswegen zurück zur Burg. Und dann sprechen wir mit dem Rüstungsschmied. Ey, Rüstungsschmied, was gibt's denn? Ah, Korgenalandi, schaut euch um. All diese Rüstungen sind für eure Truppen. In den Kisten sind noch mehr. Nehmt sie gerne und startet eure Truppen damit entsprechend aus. Die Truppen sind schon heiß auf die Rüstungen, wie ich sehe. Ey, das ist ja verrückt. Du warst ja ultra fleißig. Und in Kisten noch. Ei. Ey, da kann ich ja die ganze. Ich weiß, wir müssen eine Armee ausstatten. Aber ich kann vor allem auch meine kaputte Rüstung damit ausstatten. Okay, das heißt, wir nehmen einfach mal, was da ist, Stück für Stück mit runter. Erstmal statten wir mich besser aus. Das ist ja wohl wirklich angebracht. Hi, du, mein Lieber, bist der Erste, den ich ordentlich ausstatte. Helm, Hose, Panzer, Schuhe. Boah, wir werden so unbesiegbar werden, mein Bester. So unbesiegbar. Obwohl ich tatsächlich weniger Armbrustschützen nehmen möchte, mehr Schwertkämpfer. Ah, Crocodile ID, weil ihr gerade vorbeikommt. Ja, ja, was gibt's, Waffenschmied? Ich habe euch einige Schwerter und Äxte geschmiedet. Dank meiner hervorragenden Schmiedekunst sollte ihnen ein gewisser Zauber innewohnen. Ey, das hört sich klasse an. Ich check gleich mal. Hast du die in der Kiste, ne? Vielen herzlichen Dank. Damit kann ich die Truppen ja jetzt noch besser ausstatten. Checken wir doch gleich mal, welche Schwerter da unterwegs sind. Du bekommst auf alle Fälle ein feines Verzaubertes. Nicht du. Der ist schon wieder weitergerannt. Der hatte keine Zeit. Er hier hat perfekt ausgestattet. Mit Totem sogar. Du bringst mich auf eine gute Idee. Wir haben noch Totems. Armbrust und Schild. Wie passt denn das zusammen? Du bekommst natürlich auch eine Ausrüstung. Auch was zu essen. Perfekt. Man glaubt gar nicht, wie lange es dauert, die hier komplett auszustatten. Aber ich glaube, ich bin jetzt weitestgehend durch. Nur vor den Toren ist noch eine Miliz. Die würde ich auch noch gerne ausstatten. Na, Kollege, grüß dich. Treibst dich ganz schön weit außerhalb rum. Damit sind wir mit unseren Aufgaben soweit durch und ich würde dem Gesandten mal eben Meldung erstatten. Gesandter, da bin ich wieder. Crocodile Annie, gut, dass ihr wieder vorbeischaut. Es ist euch sicher schon aufgefallen, dass weitere Milizen auf der Burg eingetroffen sind. Sie brachten Meldung vom König. Ihr sollt unbedingt das Ostdorf einnehmen, um die Räuber im Bergdorf vom Nachschub abzuschneiden. Das hört sich ja schön und gut an. Das mache ich gerne. Aber nur das Ostdorf einnehmen alleine ist nicht so sinnvoll. Wir müssen das auch halten, also in Zukunft verteidigen können. Oh, ihr habt recht. Ich werde dem König euren Hinweis mitteilen. Konzentriert euch vorerst bitte auf die Eroberung des Ostdorfs. Viel Erfolg! Alles klar, erst erobern, dann alles weitere. Habe ich verstanden. Ostdorf, wir haben so viele Truppen. Ich glaube, dass wir das super easy kriegen. Die spannende Frage allerdings ist, auch wenn wir so viele Truppen haben, wie stark ist das Ostdorf besetzt? Und ich glaube, dieser Frage gehe ich jetzt zuallererst nach und werde mich aber zuvor ein bisschen ausrüsten, weil man weiß nie, was schief läuft. Wir nehmen den Bogen mit. Oh, und ich wollte Opas Bogen noch mit Flamme verzaubern. Das sollten wir doch mal glatt tun. Einmal rüber in die Schmiede, den Opas alten Bogen. Ich hoffe, Opa ist mir nicht sauer, wenn ich hier ein bisschen tunen anfange. Der war eh schon so gut, jetzt ist er einfach noch besser. Nice. Schild in der Hand, Schwert in der Hand und los geht's. Dort vorne taucht es bereits aus dem Nebel auf. Ich bin mir nicht sicher, ob ich von hier ranschleichen sollte oder lieber außenrum. Wir versuchen verschiedene Orte abzuklappern und einen Überblick zu bekommen. Da haben wir schon mal einen Räuber. Da sind ganz viele. Also zwei, bisher drei. Und die wurden schon entdeckt. Es sind schon zwei. Ich bin nur froh, dass die... Habe ich noch einen gehört? Nein. Dass die nicht immer ihre Kollegen gleich rufen. Ich hab doch noch einen gehört. Drei Stück waren es. Da kommt noch einer. Jetzt hat
verzupfen wir uns. Aber ich glaube, einmal müssen wir noch schauen. Da war nämlich, glaube ich, ein Magier und die Info wäre wichtig, welche Truppen da unterwegs sind. Da. Das war definitiv ein Magier. Wo kommst du denn? Ace? Ich muss echt schauen, dass ich hier wegkomme. Da, ich möchte ja noch gar nicht angreifen. Das. Oi, das war nicht gut. Jetzt wissen die bereits, dass ich komme. Das. Oh, wir gehen so rum. Männer, schaut, dass ihr in die Betten kommt. Es gibt was zu tun. Morgen wird das Ostdorf, also die Räuber im Ostdorf, auseinandergenommen. Und ich brauche jeden einzelnen von euch. So, ein neuer Tag ist angebrochen. Die sind schon am Arbeiten. Das trifft sich hervorragend. Und meine Männer sind schon zum Appell angetreten. Fantastisch. Das freut mich sehr, dass ihr da seid. Ich habe euch etwas mitzuteilen. Werte Truppen, gut, dass ihr euch alle hier eingefunden habt. Heute ist der Tag gekommen, an dem wir einen großen Schritt in der Rückeroberung unseres Landes angehen werden. Wir sind schon sehr weit vorangeschritten, wir wissen das alle. Wir dürfen uns nur noch nicht zu siegessicher sein, denn die Räuber sind noch immer sehr, sehr stark. Damit sie aber immer schwächer werden und wir eines Tages auch das Bergdorf zurückerobern können, werden wir heute einen entscheidenden Schlag durchführen. Wir erobern das Ostdorf zurück! Es funktioniert mit folgender gut ausgeklügelter Taktik, okay? Ich werde euch alle hier mitnehmen, jeden einzelnen von euch. Wir werden uns langsam aber sicher dem Ostdorf nähern und werden dann als wilde Haufen hineinstürmen und alles kurz und klein hauen, was sich uns in den Weg stellt. Ja, das habe ich mir ganz gut ausgedacht. Gut, dann würde ich sagen, stürmen wir los. Gehen wir gepflegt und geordnet mit unserem Plan vor. So. So, alle Mann raus, alle Mann raus, alle Mann raus, alle Mann raus und bei mir bleiben. Das ist schon wieder ein super koordinierter Haufen. Ich bin so gespannt, ob das funktioniert oder schief geht. Wir könnten ja wenigstens ein bisschen Abstand halten und ein bisschen koordinierter vorgehen, aber das ist einfach ein wilder Haufen. Los geht's! Zum Angriff! Einen haben wir schon. Holt ihn runter da oben! Sehr gut. Weiter geht's. Geht einfach drauf! Nehmt sie auseinander, alle. Boah, die haben einfach auch noch die Flammenschwerter. Wie sie reinhauen. Ein Totem hat schon gekickt, das ist nicht gut. Das heißt, einen hätten sie schon fast gehabt. Hier ist es noch eine Truppe. Nehmt sie auseinander. Keine einzelnen Heldentaten, alles sind zusammen im Pulk. Keiner wird überleben. Okay, jetzt werde ich langsam brutal. So, bitte alle mitkommen, keiner bleibt zurück. Wir suchen mal wieder alle zusammen. Aber so wie es aussieht, ist das Ostdorf eingenommen. Und es war gar nicht so kompliziert. Ich bin auch über keinen Magier gestorben. Vorhin habe ich einen gesehen, der muss sich irgendwie zurückgezogen haben. Aber wir sind deutlich weniger. Wo haben wir die denn alle verloren? Ah, schau an. Ja, da unten sind tatsächlich ganz viele drin. Kommt mal raus hier. Da haben sie sich echt alle versteckt. Ich vermute, da waren auch einige Räuber unten drinnen. Okay, damit gehört das Ostdorf definitiv wieder dem König. Ey! Mittlerweile bin ich mit den Truppen wieder auf die Burg zurückgekehrt und schaue jetzt, was der Gesandte als nächstes für Aufgaben vom König für mich hat. Gesandter, was gibt es Neues vom König? Seid gegrüßt, Krokodil Andy. Der König fand euren Vorschlag, das Ostdorf zu befestigen, sehr gut. Er hat auch schon eine Nachricht an den Steinbruch und die Holzfäller schicken lassen. Sie werden euch mit Rohstoffen unterstützen. Geht zu ihnen und holt euch die Materialien ab. Des Weiteren habe ich Meldung von einigen Milizen, die über den Ostwald zu euch stoßen sollten. Erwartet sie im Ostdorf. Viel Erfolg. Das hört sich aus meiner Sicht doch sehr gut an. Neue Aufgaben. Befestigt das Ostdorf, das halte ich für einen sehr sinnvollen Punkt und hatte mich auch extra dafür beim König nochmal eingesetzt. Mit Blick auf die Karte würde ich sagen, wir marschieren zuerst zu den Holzfällern runter, dann gehen wir zum Steinbruch und dann schauen wir uns an, was im Ostdorf so los ist. Die Wege, die wir über die Zeit gebaut haben, waren schon immer sehr praktisch, so kommen wir jetzt schnell von einem Ort zum anderen. Da unten sind sie auch schon, die Holzfäller. Servus, ist jemand zu Hause? Hier drüben seid ihr. Ich komme vom König wegen des Holzes. Also, uns hat er nichts gesagt. Euch hat er nichts gesagt? Entschuldigung, dann meint er die anderen Holzfäller. Lasst euch nicht stören, dann düse ich zum Ostdorf rüber. Es gibt ja mittlerweile mehrere Ecken, wo Holz gefällt wird. Hätte ich ganz vergessen. Und da sind wir auch schon im Ostdorf. Oh, ich höre Dorfbewohner. Hey, das Ostdorf wird langsam wieder besiedelt. Ich grüße dich. Ja, das Dorf der Farmer. Früher oder später müssen wir mal... Und eine Wache habe ich zurückgelassen, genau, damit hier nicht ganz unbewacht ist. Sehr gut. Ich bin nur auf der Durchreise. Ich schaue mir gleich das Dorf genauer an.
Ich möchte nur zuallererst zu den Holzfällern den Weg hier hinunter. Durch den Wald hindurch. Und was sehe ich da? Da oben stehen sie, die zwei. Und hier habe ich sogar eine Nachricht. Grüß euch, ich lese gleich mal die Nachricht hier. Moin Kroko, der König hat schon Bescheid gegeben und meine Leute waren fleißig. Die Kisten stehen alle für dich bereit. Komm gerne mit Erna vorbei und nimm dir so viel du brauchst. Liebe Grüße, Klim. Okay. What? Das sieht nach einer Menge Holz aus. Und er hat gemeint, ich soll gerne mit Erna vorbeikommen. Na super, ich habe Erna vergessen. Aber ein bisschen was kann ich selber tragen. Gib mir mal so ein bisschen Holz. Ich komme ja wieder. Danke. Jungs, fleißig war dir. Bevor ich jetzt allerdings zum Steinbruch düse, schaue ich mir dieses Ostdorf mal genauer an. Denn ich möchte schon mal eine grobe Idee haben, wie ich mit der Befestigung vorgehen werde. Ich denke, es wird ein Palisadenwall werden. Wir haben eine Menge Holz jetzt. Das sollte auf alle Fälle drin sein. Vielleicht den einen oder anderen Steinturm? Ich weiß es noch nicht. Aber hauptsächlich eigentlich die Mauer. Schaut mal. Ich möchte eine Mauer hier, da unten, hinter den Gebäuden vorbei. Kirche und das Gebäude stehen sehr weit außerhalb. Könnten wir außenrum mitgehen, aber dann wird die Mauer riesig. Ich würde lieber hier zwischendurch mit der Mauer, dann irgendwie hier rauf und dann hier rum. Das heißt aber auch, dass wir uns die Mühe machen müssten, die Kirche und das Gebäude hier zu versetzen. Aber ich glaube, das tun wir. Und die Kirche kann sowieso ein kleines Upgrade vertragen. Dann bekommt ihr von mir noch gratis eine Minecraft Vanilla Kirchentransformation heute. Eieieiei, da hat mir der König eine Aufgabe gegeben. Wisst ihr, wie riesig dieses Dorf ist, obwohl es doch so klein wirkt? Allein schon die Mauer wird ein Ewigkeitswerk werden. Wir müssen auf alle Fälle ins Dorf, in die Burg zurück, um noch ein bisschen was an Rohstoffen zu holen. Ich brauche hier auf alle Fälle Erde. Hab mir mal notdürftig noch eine Schaufel gemacht, damit ich ein bisschen was hier anfangen konnte. Aber wenn wir das halbwegs hier flicken wollen, ja, das hätte ganz in die Hose gehen können, brauchen wir definitiv ein bisschen mehr Materialien. Bevor ich allerdings zur Burg rüberdüse, dachte ich mir, nehmen wir dieses Haus und versetzen es. Das möchte ich eigentlich da hinstellen. Schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. Haus steht. Ich habe leider vergessen, die Timelapse zu machen, wo ich es abgerissen habe. Aber es steht jetzt hier oben. Ich habe es im Weg angebunden. Ja, dann gehen wir zum Steinbruch, holen die Steine, damit wir dann die Mauer möglichst fix hier hochziehen können. Nicht, dass noch die Räuber auftauchen und wir nicht vorbereitet sind. Das wäre ärgerlich. Erster Zwischenstopp ist die Burg. Ich möchte unbedingt die Erna einpacken. Denn wenn wir viele Steine holen, dann sollten wir die auch irgendwo reinpacken können. Aber nicht nur die Erna soll mit. Ich wollte auch mal schauen, was ich hier noch an Rohstoffen habe, die ich mitnehmen sollte. Und ich glaube, ich packe Eisen ein. Na, das sind Eisenäxte. Aber Eisen ist immer noch besser, als wie wenn ich Stein verwende. Dann schnappe ich mir mal geschwind die Erna und wir reiten rüber zum Steinbruch. Ich habe wieder mal keine Leine für die Erna dabei. Hoi, die wird wieder Strawanzen gehen. Erna, ich bin gleich wieder da. Ich frage nur schnell nach den Steinen. Grüß dich, Steinmünz. Ah, Kroko. Wir haben die Nachricht vom König erhalten. Leider ist nur sein Arbeiter ausgefallen und wir sind zeitlich etwas hinterher. Könntest du uns etwas unter die Arme greifen? Wenn du 2 Stacks Steine abbaust, wäre uns sehr geholfen. Dankeschön. 2 Stacks Steine? Das lässt sich doch einrichten, außer die Erna geht wieder stiften. Erna, ich muss ein bisschen noch... Ich schaff das. Erna, sei brav. Ich werde jetzt dort hinten in die Höhle gehen. Mir ist beim Herreiten schon aufgefallen, da zweigt der Weg nämlich jetzt auch ab. Und wir wagen uns dort in diese dunkle Höhle hinein und schauen mal, ob wir hier die Steine herholen können, die wir haben möchten. Vor allem, vielleicht entdecken wir auch irgendwas anderes noch. Außer ein Creeper. Ich habe sogar ein paar mehr als 2 Stacks, 3 Stück. Das gibt sicher einen dicken Boni beim Steinmetz. Ich bringe sie mal zurück und wir sollten auch flink irgendwo schlafen gehen, bevor hier dann die Monster einfallen im Steinbruch. So, mein Bester, schau mal, ich habe die 2 Stacks. Ja, warte mal schnell. Sehr gut. Ich habe euch oben bereits einen Esel packen lassen. Aber wie ich sehe, habt ihr einen eigenen dabei. Nehmt die Steine einfach mit, wie es euch beliebt. Bis zum nächsten Mal. Nice. Okay, die Steine nehmen wir. Erna, oben wurde ein Esel für uns gepackt. Ja, ich weiß, du freust dich, dass da noch ein Esel ist, ne? Wir packen jetzt flink den Esel um, dass die Erna für uns die Steine trägt und dann düsen wir Richtung Ostdorf. Ja, vielen Dank. Ich weiß, du hättest das alles gerne getragen, aber ich habe extra Erna mitgenommen dafür. Dankeschön, bis später. Sollte nicht auch Miliz hier irgendwo eintreffen? Ich meine, die eine rennt noch rum von mir. Genau. Aber sollten da nicht noch mehr kommen?
Ich wundere mich ein bisschen, aber ich habe auch keine Zeitansage bekommen, wann sie kommen. Insofern vielleicht mal noch keine Panik schieben. Ich beginne jetzt mit der Ummauerung. Und dafür müssen wir uns ein Konzept überlegen. Und ich glaube, wir machen ein hübsches Steinziegel. Deswegen brauchen wir auch die Steinsäge. Und dann obendrauf Palisaden. Wir haben nur ein bisschen Holz. Wir können aber noch mehr Holz bei den Holzfällern holen. Da ist noch jede Menge, soweit ich mich jetzt richtig erinnere. Und wir beginnen gleich mal hier an der Stelle. Da kann man schön anfangen. Mit dem Höhenunterschied lässt sich hier sehr, sehr gut beginnen. Also ich möchte so eine Steinbase, eigentlich ähnlich wie ich es bei der Burg gebaut habe, nur diesmal mit Steinziegel. Und dann wachsen daraus die Palisaden. Ich habe gebaut, bis das Holz ausgegangen ist, zumindest das Spruce-Holz, und habe auch exakt bis zu der Stelle hier gebaut. Das hatte einen Sinn, und zwar die Kirche. Jetzt wird die Kirche versetzt, und schaut euch aber mal die Mauer an. Ich finde sie echt super, es passt voll gut vom Stil rein. Klar, es ist nicht das Rad neu erfunden, wir kennen die Mauer schon irgendwo, aber ich mag's. Ich finde auch gut, dass ich hier so ein bisschen runtergegangen bin, den Blick hier freilassen. Warum brauche ich da eine Mauer unbedingt? Klar, kann man, wenn man will und so, aber ich dachte mir, ich spare mir das. Bevor ich jetzt dazu übergehe, den Mauerring hier über diese Seite hin zu schließen und dann auch nochmal bei den Holzfällern Holz hole, möchte ich die Kirche versetzen. Und das wird nochmal ein spaßiges Element, weil ich nicht so ganz weiß, wie die Kirche gebaut ist. Und ich würde die sehr gerne transformieren. Also erst diese Kirche wieder aufbauen und dann abändern, bis sie mir gefällt. Ein schöner Platz für die Kirche, denke ich, ist hier. Und ich werde die Kirche hier oben auf dem Hügel wieder aufbauen. Ich habe sie mehr oder weniger genauso wieder hingebaut, wie sie ist. Ich habe gleich ein paar Änderungen gemacht, ich gebe es ehrlich zu. Ich habe diesen hinteren Bereich einen Block verlängert, weil es hat mir schon immer nicht gefallen, dass es so kurz ist. Ein Block verlängert, gehen ein paar mehr Fenster rein. Ich weiß nicht, wo ich die Fenster eingespart habe. Hier, glaube ich. Irgendwo habe ich zwei Fenster her. Die fehlen irgendwo. Und das war eigentlich alles, was ich jetzt angepasst oder verändert habe. Innen habe ich den Ausbau komplett sein lassen, bis auf die Ebenen hier. Aber auch die werden wir nochmal anpassen, denke ich, jetzt in der ganzen Transformation. Eine Transformation heißt für mich, ich baue das Gebäude so um, dass man am Ende immer noch ein bisschen erkennen kann, wo es herkam. Also ich werde es da keine riesen Kathedrale hinstellen, sondern es eben mehr oder weniger so lassen und nur in den Möglichkeiten dieser Grundform agieren. Tada! Und was sagt ihr? Es gibt so ein paar kleine Feinigkeiten, die stimmen noch nicht 100% und ganz ehrlich, ja, was Neues. Schauen wir gleich. Das müsste noch eins länger. Es müsste theoretisch noch eins länger, damit die Proportion besser passt. Aber wir haben auch keine Glasfenster mehr. Ich zeige euch aber noch ganz kurz das Innenleben, weil ich finde, es ist echt cool geworden. Schaut mal, der Platz passt perfekt. Wir haben hier die Reihen für die Bewohner zum Sitzen. Da vorne kann der Priester seinen Sumsis machen. Und da gehört eigentlich ein Lectern hin, damit er predigen kann. Und dann können wir hier rauf. Und das ist eigentlich das Coole. Wir haben sogar einen Dachboden, wo so Zeug für, können, weiß ich nicht, Kirchenschmuck verstaut werden. Was weiß ich, finde ich mega gut. Und dann oben noch den Glockenturm, da könnte man noch eine Glocke reinhängen. Ja, schauen wir uns mal an, was der hier von uns möchte. Ich war mit einigen anderen unterwegs zu euch ins Dorf. Allerdings wurden wir nachts im dunklen Wald angegriffen. Beim Angriff wurde ich von der Gruppe getrennt. Sind denn schon alle hier? Nein, du bist der Erste. Okay. Soll ich mich vielleicht auf die Suche begeben? Nein, nein, warte noch etwas. Ich bin mir sicher, sie kommen gleich. Wenn du das sagst, alles klar. Dann widme ich mich wieder meinen Aufgaben. Das müssen die versprochenen Milizen sein, vermute ich. Wir lassen uns jetzt mal eben nicht ablenken, er hat gemeint, die kommen alle noch. Wir bauen die Mauer. Die Mauer muss auch fertig werden. Schaut sie euch an, die Mauer. Sie zieht sich einmal ums ganze Dorf rum. Aktuell sind die Tore noch offen. Eigentlich hauptsächlich aus dem Grund, dass die Dorfbewohner wieder reinlaufen können, wenn sie rauslaufen. Weil sie halt einfach hier runterplumpsen können etc. Und Dorfbewohner tun ja bekanntlich sowas. Auch wenn sie ihnen nicht gut tut. Fürs Erste bleibt so, ich denke, Befestigung passt. Aufgabe haben wir auch als erledigt angezeigt bekommen. Insofern scheint das doch die richtige Richtung zu sein.
Und im Zweifel müsste man nur schnell die Eingänge verbarrikadieren, wenn denn der Räuberangriff kommt. Crocodile Andy. Ja, was gibt's denn? Könnt ihr euch jetzt doch auf die Suche begeben? Wir waren ursprünglich zu 10. Ihr macht euch Sorgen. Ja, natürlich. Ich gehe gleich mal nachschauen. Wir haben noch was zu essen, wir haben unsere Ausrüstung, wir haben zwar kein Schild, aber ich wage mich jetzt einfach so auf die Suche. Ich hoffe, ich bereue es nicht, aber Schild wäre schon smart. Ach komm. Na gut, komm, ein Schild nehmen wir mit. Zack, und schon nennen wir ein Schild unser eigen. Du musst uns noch sagen, welchen Weg ihr gelaufen seid und wo ihr überfallen wurdet. Wir sind durch den dunklen Wald und wollten in den Ostwald gehen. Au, oh, also aus der Richtung, wo die Hexe wohnt. Ich weiß Bescheid, dann schaue ich da mal nach. Die Holzfäller hier arbeiten ja bekanntlich im Ostwald. Wenn wir durch den Ostwald durchgehen, kommen wir in den dunklen Wald. Schauen wir mal, ob wir die Bande finden, die abhanden gekommen ist. Und schaut mal, wir haben oben einen Counter jetzt hat. Wie viele? Einen von 10 haben wir schon. Das war der, der angekommen ist. Okay, also es fehlen noch 9 Leute. Ich hätte mir mehr Infos geben lassen sollen, als irgendwie nur hier im Wald. Ist das? Oh weia, was ist das? Oh nein, der Counter ist gerade auf 2 von 10. Wir haben einen gefunden. Und da ist noch einer. 3 von 10. Oh nein. Hoffentlich endet es nicht so, dass wir alle so finden. Ja, Herr Orban. Oh, okay. Sie haben einige von uns verschleppt. Wir müssen Richtung Westen. Sie sind Richtung Westen. Ich konnte mich hier verstecken. Einige wurden verschleppt Richtung Westen. Und wo ist der Rest? Überall im Wald. Ja, dann komm du mal runter und komm mit. Und was habe ich da drüben gesehen? Da ist ja noch ein Kollege. Ich sammle den gleich mal ein. Kollege, kommst du mit? Jetzt sind wir schon bei 5 von 10. Jetzt muss ich nur noch den aus den Bäumen wieder runterholen, dass der auch mitkommt. Yep, dich brauche ich auch, Kollege. Jetzt ist es zu allem Überfluss auch noch dunkel. Du hast gesagt, sie haben sie verschleppt Richtung Westen in die Berge. Oh, weia. Okay. Oh, schaut mal. Ich glaube, ich habe Spuren entdeckt. Dann düsen wir mal dort hoch in den Wald. Hier ist nochmal eine. Und hier scheinen sie in den Berg hineinzuführen. Oh, ich sehe schon, welche kommt. Wie nehmen wir auseinander? Zum Angriff! Boah. Alter, der teilt aus, hey. Ohne Ende. Und wir haben schon wieder einen unserer Truppen verloren. Oh, nein. Oh, nein. Mist. Und den zweiten haben wir auch verloren. Es ist heute echt nicht unser Tag. Unter großen Verlusten sind wir hier vorgerückt. Oh, nein. Aber wir haben 2 neue befreien können. Es tut mir so leid. Ich konnte sie nicht retten. Ich war nicht stark genug. Das zeigt eindeutig, dass man die Räuber immer noch nicht unterschätzen sollte. Wir haben zwar kleine Siege erreicht, aber noch sind sie immer und überall zur Stelle. Ah! Da oben! Sehr gut. Die Nummer 8 von 10 schließt sich uns an. Da vorne! Da vorne ist noch einer! Ey! Nummer 9! Wir brauchen alles und jeden, den wir kriegen können. Wir sind jetzt schon echt ganz schön weit drauf, den Berg. Aber vielleicht steckt hier noch irgendwo einer im Wald. Und da steckt der Letzte. 10 von 10. Dann schauen wir, dass wir zurück ins Ostdorf kommen, ihr Lieben. Auf geht's. Kommt rein in die gute Stube. Ich hab deine Kollegen. Ah, oh, Gott sei Dank. Jetzt düse ich aber zurück zur Burg und schau mal, was der Gesandte heute wieder für Aufgaben für mich bereithält. Seid gegrüßt, Crocodile Andy. Es ist soweit. Eure Truppen sind bereit für den Angriff. Sammelt alle Einheiten aus der Burg und dem Ostdorf zusammen und erobert das Bergdorf zurück. Haben wir schon genügend Truppen? Laut den königlichen Speeren müssten wir gute Chancen haben. Damit ihr aber sicher gewinnt, hat euch seine Majestät noch 5 Elite-Truppen zukommen lassen. Viel Glück! Okay, das hört sich doch genial an. Endlich können wir das Bergdorf wieder zurückerobern und aus den Händen der fiesen Räuber befreien. Okay, das heißt, wir haben einmal Elite-Truppen bekommen, höchstwahrscheinlich im Briefkasten, da schauen wir gleich hin. Wir haben aber im Ostdorf noch eine ganze Truppe Milizen, die wir vielleicht ausrüsten sollten. Das ist auch noch ein Punkt. Und wenn wir das geschafft haben, rücken wir Richtung Bergdorf und hauen alles an Räubern um, was uns im Weg steht. Hebel ist oben, wir haben Post und es ist jede Menge Post da. Wir haben die Elite-Truppen, fantastisch. Wir haben noch Belohnungen, Räuberlager. Oh, weil wir das Ostdorf befreit haben, glaube ich. Okay, dankeschön. Und wir haben Post für Kroko von Lady Kroko. Nice. Dann schauen wir doch mal gleich, was Lady Kroko schreibt. Ich würde nur zuallererst schauen, dass ich meine Belohnung in Sicherheit bringe. So, das Ganze packen wir auch mal hier rein. Die Elite-Truppen behalten wir gleich im Inventar. Die nehmen wir sicher mit. Und dann haben wir den Brief von Lady Kroko. Hallo, Schatz. Ich habe vom Befehl des Königs gehört. Mein Bauchgefühl sagt mir gar nichts Gutes. Ich hatte den König bereits gebeten, dir etwas mehr Zeit zu geben, um mehr Truppen anzuheuern. Aber seine Berater meinten, der Angriff duldet keinen Aufschub mehr.
Ich werde versuchen, hier noch ein paar fähige Kämpfer für dich aufzutreiben. Pass bitte auf dich auf. Ich hab dich lieb, Lady Kroko. Habt ihr gesehen? Wir haben eine neue Aufgabe bekommen. Pass auf dich auf. Okay, okay, das mache ich natürlich. Hätte ich auch so gemacht tatsächlich, aber hey, immer gut eine Aufgabe dafür zu haben. Es ist schön, dass Lady Kroko sich Sorgen macht und weitere Truppen ranschaffen möchte, aber die werden nicht... Was ist denn hier los? Wachwechsel. Aber die werden nicht mehr rechtzeitig kommen, denke ich. Trotz alledem ist es immer schön, wenn jemand sich um einen sorgt und um einen kümmert. Wie schaut's bei euch mit Ausrüstung aus? Essen habt ihr? Rüstung passt? Und dann schauen wir mal ganz kurz, welche Ausrüstung wir noch in der Schmiede haben für die Miliz im Ostdorf. Waren da nicht Werkzeuge drinnen? Und wo sind alle Rüstungen hin, die hier drin waren? Das ist seltsam. Wenn ich die Miliz nicht ausrüsten kann, dann ist die ziemliches Kanonenfutter. Sag mal, Rüstungsschmied, weißt du eigentlich, wo die ganzen Rüstungen hin sind? Ja, leider. Das Eisen, aus dem ich die Rüstung gemacht habe, erwies sich als schlecht. Ich müsste die Rüstungen einschmelzen, um mir dabei neue zu machen. Wenn ihr ein paar Tage habt, dann ist die neue Ausrüstung fertig. Ein paar Tage? Oh weia, das wird nicht reichen. Das tut mir leid. Aber schneller geht es nicht. Das ist jetzt suboptimal, aber wenn ich mir meine Truppe hier so anschaue in Fuldia und auch die Armbrustschützen mit Eisen, ich denke, wir hauen die Räuber trotzdem in die Pfanne. Ei, die werden ihr blaues Wunder erleben. Los geht's, holen wir alle zusammen. Ja, kommt zu mir. Wir rücken aus, es ist endlich soweit. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Rücken wir aus Richtung Ostdorf, sammeln dort noch mehr und dann... wird das Bergdorf ein für alle Mal eingenommen. Taktik wilder Haufen, ich sehe schon. Okay, ich würde sagen, Aufstellung und dann werde ich euch kurz die Sachlage erklären. Die Räuber hatten unser Heimatdorf erobert, verbrannt und besetzt. Damit ist heute Schluss. Wir sind viele, wir sind gut gerüstet und wir hauen ihnen ein für alle Mal auf die Mütze. Und ja, ich habe ganz tief in meine Trickkiste an Reden gegriffen. Ich hoffe, ihr seid motiviert. Ich hoffe, ihr zieht mit. Also... auf zum Bergdorf! Machen wir sie fertig! Zum Angriff! Haut sie in die Pfanne! Alle! Nieder mit ihnen! Macht sie nieder! Bevor er irgendwas heraufbeschworen konnte, ausgeschalten! Okay, es wird Zeit, die Golems zu holen. Ravager, niedermachen. Oh, wir haben auch ein großes Biest. Noch eins. Oh Gott, ich bin gleich Geschichte von diesem Ravager. Schau mal, du hast ganz viele Leute hinter dir. Die wollen dir alle in den Kragen. Aber er will nur mich. Der weiß schon, wer der Kopf der Bande ist. Wir haben ihn. Okay, zurück, zurück, zurück. Schalte den Rest aus. Boah, wir machen die so fertig. Nehmt sie auseinander. Da ist noch ein Totem für mich. Perfekt. Auf die Nasenspitze. Oh, was bist denn du so anhänglich? Oh, nur noch ein Herz, nur noch ein Herz, nur noch ein Herz. Nein, Golem! Schaltet sie einfach alle auf. Oh Gott, das sind viele Wechsel. Oh nein, mein Totem, mein Totem. Es sind deutlich mehr als gedacht. Von allen Seiten. Oh nein. Männer, Rückzug. Rückzug, es sind so viele. Es sind so viele. Oh Gott, okay, wir kämpfen bis zum letzten Mann, hieß es. Wir kämpfen bis zum letzten Mann. Oh wei, oh wei, oh wei, ich bin der letzte Mann. Oh Mann. Oh Gott, das wird ja ein Zickzack fliehen. Oh, hoffentlich schaffe ich das. Da ist auch noch ein Skelett. Oh wei, jetzt wird's bitter. Jetzt wird's bitter. Nichts wie rauf hier. Weiter, weiter, weiter in die Berge. Oh, das gibt's doch nicht. Wir haben so gut angefangen. Wie konnte das so schrecklich schief gehen? Keine gute Idee darauf, aber... vielleicht doch. Ohne Witz, uns ist ein Ravager bis hier rauf gefolgt. Okay, wir müssen hier raus. Und zurück ins Ostdorf. Oh Gott, was ist denn da schief gelaufen? Oh Mann, ich war mir so sicher, dass wir die in die Pfanne hauen. Oh Gott, sie verfolgen mich. Oh nein, ein Dorfraid. Leute, die, wir haben versagt. Ach, ich muss unbedingt die Tore verbarrikadieren. Oh, hier ist noch eine Wache. Ja, wir schaffen das. Ich bin ganz zuversichtlich. Ich bin ganz zuversichtlich. Oh, ich nehme irgendwas. Hier sind zum Glück noch Blöcke, die Eingänge verbarrikadieren. Von welcher Seite kommen sie? Hast du Ausschau gehalten? Hast du natürlich nicht. Gell, ich auch nicht. Hoffentlich spawnen sie nur nicht im Dorf. Dann können wir sie wenigstens von den Mauern aus abwehren. Oh, und da hinten sind sie auch schon. Komm schon, geh drauf. Zombies auch noch. Seit wann bringen die Zombies mit? Du hast dich mit dem Falschen angelegt. Ah, oh, es ist ein Eisengolem gespawnt. Oh, Gott sei Dank. Und jetzt noch die letzte Tor verrammeln.
Und dann sollten wir eigentlich von den Mauern aus verteidigen können. Schauen wir mal. Ach, wir haben 4 Tore. Gut, dass ich die Mauer gebaut habe und nicht mal mehr auskenne. Ja, Hundi, komm rein, schnell. Okay, so. Wir sollten innerhalb der Mauern sicher sein. Ha, perfekt. Vor den Toren sind sie. Sind sie? Ohne Witz. Haben wir einen Raid und einen Zombie-Raid? Wie viele Zombies sind da bitte? Okay, beim Dorfverteidiger ist alles oder nichts. Drauf. Ohne Gnade. Oh Gott, sie sind auch ohne Gnade. Ah, wer kommt da? Oh, Hilfe. Das ist immer gut. Und wir durch mit. Noch mehr. Im Angriff. Ah, eure Hilfe kann ich wirklich gebrauchen. Ihr kommt genau richtig. Haulino, geh dorthin, wo du hergekommen bist. Oh, weia. Nächste Runde, nächste Runde, nächste Runde. Zieht euch in die Mauern zurück. Achtung, ein Biest. Nehmt das Biest aufs Korn. Oh, oder die Freunde. Aber die haben keine Chance. Die werden einfach so auseinandergenommen. Victory! Woo! Nice! Party! Ey, ihr seid ja in Massen gekommen. Euch schickt absolut der Himmel. Nein, nicht der Himmel. Lady Kroko. Sie hielt es für eine gute Idee, uns zu deiner Hilfe zusammenzutrommeln. Und sie hat wohl mal wieder recht gehabt. Das hört sich nach Lady Kroko an. Ja, sie hatte sich schon Sorgen gemacht. Aber dass sie solche Wunder bewirkt, das hat nicht mal der König auf die Reihe gebracht. Mega, mega cool, dass ihr da seid. Ich weiß, ihr habt mir schon einen Riesendienst erwiesen und das Ostdorf mit mir verteidigt. Und das war auch wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Aber darf ich euch noch zu einer weiteren Aufgabe mitnehmen? Ja! Ja! Dieses verflixte Bergdorf wird immer noch von Räuberhauptmann Basti besetzt. Ich habe einen Versuch gestartet, es einzunehmen. Wir sind gescheitert. Aber mit eurer Hilfe kann nichts mehr schiefgehen. Und deswegen würde ich sagen, Brokodiles, ich bin es leid, Reden zu schwingen. Hauen wir Räuberhauptmann Basti und seine Bande auf die Mütze. Auf zum Bergdorf! Los geht's! Endlich ist der richtige Zeitpunkt gekommen und ich kann sie direkt spüren, die Rache an Räuberhauptmann Basti. Ich würde vorschlagen, bevor sie merken, dass wir kommen, wir stellen uns hier auf und wir machen erstmal einen ordentlichen Pfeilehagel nieder. Bögen spannen! Zielen! Feuer! Spannen, zielen, Feuer! Macht sie fertig, metzelt sie nieder, auf geht's, Räuber! Und Angriff, Angriff, haut sie nieder! Wer ist denn da hinten? Da feuert irgendeiner. Oh, da hinten ist Räuberhauptmann Basti. Aber wir gehen Schritt für Schritt vor, wir lassen uns nicht locken, wir lassen uns nicht reizen. Wir kriegen ihn noch. Stück für Stück mähen wir sie nieder. Zauberer, Zauberer! Dann rücken wir ins Dorf. Wir rücken ins Dorf ein. Haut alles um, was ihr finden könnt. Alles wird kurz und klein geschrieben. Der Räuberhauptmann ergreift die Flucht. Wir haben das Dorf wohl schon geräumt, wie es ausschaut. Diesmal magst du mich besiegt haben, Krokodil Andy. Aber das war's noch lange nicht. Er flieht! Hinterher! Haltet mir den Rücken frei! Was? Oh, da sind noch Truppen. Wir dürfen ihn nicht aus den Augen verlieren. Ich laufe ihm nach. Räuberhauptmann, ich krieg dich! Oh, der hat die mit allen Wassern gewaschen. Ich krieg dich! Halt dich ja fern von der Farm meines Opas! Er ist echt nicht zu erwischen. Rauf, 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 rauf. Der scheint das Gelände auch gut zu kennen. Er zündet die Brücke an! Oh nein! Oh, weia. Ich muss da durch! Nein! Wir verlieren ihn! Wo ist er? 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 Das kann doch nicht sein! Da vorne läuft er! Räuberhauptmann! Dein letztes Stündlein hat geschlagen. Oh, ich bin alleine. Aber das verrate ich ihm nicht. Nee. Bis zum nächsten Mal, Crocodile Andy. Ernsthaft? Da geht er dahin. Eines Tages werde ich dich kriegen.